Passt eigentlich ganz gut mit 2 Schulden. Zwei. Nicht ganz so schlimm nachher fürs Verpacken. Brauchst auch Sprit, Black Forest? Ja. So. War schon fast leer. Ja, ich hab noch ein gutes Viertel, aber wenn ich jetzt hier schon vorbeifahre. Ja, ne. Das dauert aber lange wieder. Tankstelle. Mein Gott. Ich hab nicht getankt. Kann vielleicht mal einer bei mir, weil vielleicht blockiert sich bei mir was. Keine Wo Ahnung. Bist du denn? Bitte. Beim Schäfer vor der Tür. Was? Was machst du denn da? Tanken? Versuchen? Ja, das dauert lange. Alex, aber das versucht sie schon seit 5 Minuten. Steig mal aus. Das ist der Bürger draußen. Die Tankstelle, deshalb geht das. Ja, nicht. Ist nicht bezahlt. Musst du bezahlen. Ah. Oder die Tankstelle ist schon leer. Weil alle da irgendwie 1000 Liter rausgebunkert haben. Nee, alles gut, ich danke schon. Okay, komisch. 2-1 für Deutschland. Deutschland hat das Spiel gedreht. Glückwunsch. Wer hat die Tore gemacht? Ich dachte, Deutschland kriegt jetzt keine Gegentore mehr mit dem neuen Trainer. Wieso? War ja vorher bei Bayern. Bayern hat ja viel bessere Spieler als die Nationalmannschaft. Ist das nicht FC Deutschland? Ich kriege von der Nationalmannschaft das echt, weiß ich nicht. Also ich gucke jedes Dortmund-Spiel, egal welche Pokalgeschichte. Aber Nationalmannschaft geht so komplett an mir vorbei. Interessiert mich irgendwie null. Außer WM, EM, klar, aber ansonsten. Also ich persönlich bin kein Fußballfan, aber ich gucke mir, wenn so EM, WM ist, dann gucke ich schon. Ja genau, das gucke ich auch. Alter! Irgendwer hat hier, warte mal Daniel. Irgendwer hat hier die ganzen Felder schief gemacht. Fährst oh, Alex. Schön mit Voll. Danke dir, schön Miguel. Im rechten Winkel, aber bei mir wollt ihr einmal ist eine nicht. Reihe mehr. Na toll. Keine Ahnung. So, ich bin voll. Jo, danke. Über 7 Brücken musst du fahren. Hinter mir Zorn sie und 7 Brücken und. Ach ja. Was kommt als nächstes? Basti. Ja, oh, bis ich auf 65 bin, ist ja auch fertig, ne? Boah, hat sich gut verstreut hier das ganze Feld. Ich sehe nur einen anderen Drescher auf dem Feld. Bist du. Und dann 2 kommen noch, die sind unterwegs. Ja, 50%. Jetzt fährt der Salazar durch. Spätzle, nimmst du mich, bevor ihr weg seid. Und da dich der Chef? Ich wohne auf der Insel, ja. Gnabry und Müller, ja komisch, haha. Sag ich ja, passend, Bayern-Spieler. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, mag ich Nationalmannschaft auch nicht mehr. Ist mir zu Bayern-lastig. Was ist hier vorne passiert? So leer. Hey, nicht gegen Bayern. Nee. Aber. Auch schon neuer Trainer und Kaiserslautern kündigt sein und stellt einen Pfortenmaurer ein. Kann man machen. Gut ist, dass Haaland jetzt für 150 Millionen bewertet wird und wahrscheinlich ne, Dortmunds Kassen voll macht nächstes Jahr. Oh, nee, also mir wäre lieber, dass es Bundesliga am Wochenende gegeben hätte und nicht hier Nationalmannschaft. Ne? Davon, so ein Ding ist das. Das heißt, ich stelle kurz den Drescher ab und hol mir was zu trinken. Gönn dir. Ist ja jetzt kalt, dein Bierchen. Ja, das will ich hoffen. Mir wenn nicht. Denn das ist wahrscheinlich dein Kühlschrank. Dann gibt's einen neuen Kühlschrank. Genau. Ich bin angekommen. Ich bin um 12 kurz weg. Ja, alle. Ich glaube eher kurz vorher, oder? Wir machen auch nichts. So viel länger. Morgen früh, wie gesagt, zeitig aufstehen. Ja, kurz vorher.
und dann Fußballturnier. Ja, eben. Steht ja. Weil jetzt mal hier beim Chef durch den Vorgarten, alles gut. Mal gucken, mal, was schauen wir denn jetzt? 10:30. Mal schauen, wie lange wir für das Feld hier brauchen. Nicht, ob wir auch 66 noch schaffen. Ich glaube, wird eng. Ach, theoretisch kannst du jetzt einen mit Drescher mehr nehmen. Ja, anderthalb Stunden wird sportlich. Ja, ich sagte einen mit Drescher mehr. Kann, also Salazar kann gerne noch einen kaufen und einer kann sich den dann holen. Bleib stehen, ich fahre ran. Ja. Ich meine, jetzt fahren wir natürlich alle sehr, sehr weit auseinander, was es für die Abfahrer schwierig macht aktuell, ne? Aber. Ja, man sieht nicht, wo die anderen sind, ob Abfahrer dort sind oder nicht. Aber auf der Minimap sieht es eigentlich gut aus. Ja. Ja, gut verteilt, ja. Aber ich sehe tatsächlich nur zwei andere Drescher auf dem ganzen Feld. Irgendwie ist das hier mit diesem Auflieger echt komisch. Willst du lieber Drescher fahren? Übel, gell? Jetzt komm doch. Bleib stehen, Basti, und läuft. Ja. Ihr seid alles noch. Ah, doch, doch, Daniel. Ich okay. Bin. Was also beim Händler ist der nächste Drescher mit Schneidwerk. Welcher denn? Baukosten. Glas. Okay. Baukosten? Neues Silo vielleicht. Ich habe hier gleich vorläufig die Silos auch schon erweitert. Ja, das macht Sinn. Okay. Ach Gott, jetzt habe ich ausgemacht. Wie sieht viel Geld aus? Ach, ich habe ausgemacht. Wir haben doch nichts mehr. Was? Warte mal, ich habe eine Linie. Geht weiter. Kaiserslautern, die weltweit einzige Drittligamannschaft. Ja, die war mal in der ersten Liga, ne? Ja, bestimmt hier also noch. Du, wenn Horschi, ich sehe immer noch meine Fankarten hier rausnehmen. Da oben. Ja, die neuen genau nicht weg. Nee. Nee, da musst du ein bisschen mehr Geld für ausgeben. Das sind Anzeigefehler, sind alles Nullen. Defekt. Also ich bin zwar blind, aber so blind dann nun auch wieder nicht. Gerade festgestellt, die Nachbarskinder nutzen den letzten schönen Tag des Jahres und spielen gerade draußen Basketball. Ja, das war schon eine jetzt Zeit noch. Jetzt. Um halb elf. Wie alt sind die Nachbarskinder? Das machen die, wie alt die sind? Hm? 19 und 17. Ja, okay, dann kann man es machen. Dann trinkt man ein bisschen, trinkt man auf, entspannt, macht ein bisschen Party und dann spielt man ein bisschen Basketball. Das kann ich nachvollziehen. Das fühle ich auch damals vor 20 Jahren. Dann dürfen die das. Damals vor 20 Jahren. Wir waren doch nur mal so jung. Ja, das ist. Ja. Bloß verdammt lang her. Das ist es. Ja. Das ist verdammt lang her, da haben wir das nächste Lied. Verdammt lang her, ja. Verdammt ja, lang genau. Her. Das war doch eher das nächste Lied, Jahre, ne? Oder? Ja. Das war doch vor 40 Jahren, oder? Ja, 10 Jahre ist es her, da hätte jetzt irgendeiner eine alte CD rausgekramt, hätte im Hintergrund mal kurz angespielt, ne? Ja, darf man leider nicht. Wegen leider hier ja. Dinge aber so. Aber heute nee, so, GEMA und so. Nee. Böses alles. Juju. Ja. Sehr, sehr beschränkt. Was ist das denn hier? Wartet hoch. Dauer auf der 85, 65. Ja. Die Abfahrer macht. Die Abfahrer machen gerade Gewerkschaftspause, so. Streik für den neuen Teil, für Tariflohnerhöhung oder? Jawohl. So nicht. Ja, die wollen, dass wir im Abfahrermenü Lohn mal 2 einstellen. Schön. 80%. Auf jeden Fall sind wir das Marsch hat Mause für die Marsch hat Graben. Okay. Alex? Kann man machen.
Du bist doch gerade in Höhe von dem Silo, ne? Warum tankst du dich nicht selber? Die Abfahrer haben gerade Gewerkschaft. Ich bin oben am Deichseite. Ich bräuchte auszugleichen, demnächst mal abfahren, weil hier, ne? Ich mach mal lieber Lampen an, damit ihr merkt, dass ich schon 80% gefüllt bin. Ja, wie gesagt. Mehr Gehalt, fahren sie auch wieder los. Fahren sie schneller. Fahren sie zumindest Vollgas. Jawohl. Aber es ist auch, weil Sebastian immer nicht abbunkern kann, ne? Es bremst ein bisschen. Oh, ich fahr hier die 90%. Nee, nichts kann. Ich fahr dir hinterher. Ja. Das aber nur bei dem Krampe-Auflieger, bei den Uran und das läuft. Ja. Ich hatte es am Anfang auch beim ersten Versuch. Ich hatte ja ganz kurz auch Abfahrer gespielt am Anfang, die erste, weiß ich nicht, 10 Minuten. Jetzt. Okay, dann guck ich mal, wo ich sitze. Das ruckelt mich das hin. Oder meine ich das? Ja, dann hau ich über jetzt mit die Lenkung rum. Was macht der Tim Oliver eigentlich? Tim Oliver reist wieder durchs Land oder was macht er überhaupt? Nö, der ist, ja, arbeiten, was voll. Weiß ich. aber das Bild, was ich da vorhin in der WhatsApp-Gruppe gepostet habe, ne? Das war auch wieder typisch Fehler 40, ne? Lad mir die Fix 2 runter. Hast du mal wieder gezeigt, dass es kein ist? Nee, pass auf, kopiere sie hier in diesen Spielstand. In diesen Mod-Ordner rein und in meinen eigenen vergesse ich es, ne? Ja, das ist ja wie Big Bayern fängt gestern auch, ne? Aber das ist ja, das passiert immer irgendwas. Ja, denn die Schweine, was war das, das abladen wollte auf dem Aufladetrigger oder so. Irgendwas ist ja immer. Aber gut. Durch dieses Skalieren war ja auch blöd nachher, dass die Lampen in der Luft geschwebt sind und die Abkippbereiche vom Hackschnitzel dann irgendwie so halb im Boden verschwinden und dann rumflackern waren. Und das dachte ich, nee, das geht nicht. Einer hinter nicht reingehen. Ja. Das wird wahrscheinlich immer noch knapp. Ich habe es mit dem Anhänger noch nicht wieder getestet von der Höhe her. Ich habe jetzt so einen, den du auch hast, so einen hohen. Der passt allerbest rein jetzt. Ja, das ist doch schön, ja. Das hat auch schon mal was gebracht, die nervige Änderung. Nee, genau. Das war ja nur so grob abgeschätzt. Da schweigen wir drüber. Big Bayern Fan. Wieder passieren. Nein, übers Abkehr, über Abladen von Schweine im Schweinestall. Zu spät. Das Ding ist durch, ja. Die hätte der Modder der Karte ja auch kaufbar machen können, ne? Was denn? Wie gesagt, die hätte der Modder der Karte ja auch kaufbar machen können, die Schweine im Schweinestall. Es geht mit dem Animal Trigger, glaube ich, nicht. Leer. Ich weiß es aber nicht mehr. Oder ich habe das so eingestellt. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe den einfach so aus dem Rinderstall genommen. Aber ich meine mich zu erinnern, das ging gar nicht. Aber ich weiß es nicht mehr. Da vorne steht einer. Kann sein, dass es geht. Ja, wenn jetzt nicht bald der LS22 käme, hätte ich noch viele Pläne für den LS19. Ja, du hast Gefallen gefunden am Modding, ne? So ein bisschen. Oh ja. Ja. Das ist quasi mein Beruf, aber mit Spaß. Ja, genau. Sehr gut gesagt. Kannst du ja trotzdem noch weitermachen. Ich denke mal, viele werden sich 22 nicht leisten können, anhand vom Rechner her. Grafikkartenproblematik. Ja. Noch geht eigentlich, glaube ich, so ganz so schnell. Also die Mindestanforderungen kriegen ja noch einige zusammen, ne? Aber ja, das Betriebssystem muss man auch ändern. Ja gut, da bist du natürlich auch ein bisschen out of date. Das Betriebssystem muss man ändern. Du solltest nicht mehr Windows 7 haben. Ja, aber sie hat Windows 7. Windows 7 ist doch schon. Ich lebe von seit Windows 7. Ja, du weißt aber schon, da gab es ein kostenloses Update, ne? Ja. Das gibt es ja auch nächstes Jahr für Windows 10 oder so, ne? Ja, Windows 10. Ja. Also aber 11 dann. Ich werde mir Windows 11 nicht holen, bevor nicht die vierte oder fünfte Update da ist. Nee, da sind dann erstmal die ganzen Krankheiten behoben, ne? Die schlimmsten zumindest. Ja, die schlimmsten. Passt mit dem anderen. Also auch danke. Ich muss mir jetzt auf der Arbeit einen Windows 11 Rechner fertig machen, um unsere Software auf Windows 11 zu testen. Ja. Aber das ist doch schon alles. Also bei uns, ich schätze gerade Pilot Rollout für Windows 10.
Ist auch ein bisschen hinterher. Dann. Nee, Mausedienst haben wir schon, okay. Aber Minedienst haben wir es noch nie gebraucht. Also von daher. Ich frage mich ja, gerade fahren wird echt nichts mit euch, ne? Auch auf dem 7er laufen würde. Du fährst bei den falschen Dretschern. Ich versuch's auch gerade, den Pin zu bekommen. Kann sein, weiß ich nicht genau, ob es geht. HSV, zu mir. Oh, moin, Katrin. Hi, Katrin. Hallo, Katrin. Moin, moin. Kann ich einen Abfahrer 75 Prozent. Sollen wir den Drescherfahrern gerade hinkriegen, mal einen Tipp geben? Oder lassen wir es? Was denn? Ja, wie man die Bahn gerade hinkriegt. Auch einfach mit dem Schwimmhelfer. Nö. Weil ich gucke auf 270 Grad ungefähr. Ja. Oder du guckst halt, du kannst theoretisch auch auf die Maisfrucht gucken, ne? Weil bei Mais ist es ja ziemlich einfach, wirklich eigentlich die. Ja. 97. Ich bin auf dem Weg. Gerade Kante zu machen. Man kann sich mal um eine Fruchtreihe vertun, aber. An die Nordseite bekommen. Noch zu spät. 93%. Aber in der Minikarte unten, die erste Zahl ist die Gradzahl. Ja, ich kann einen 11 nicht nutzen aufgrund des TPM-Protokolls. Keine Ahnung von. TPM-Chip auf dem Mainboard. Okay, das Mainboard zu alt oder wie? Ja. Ja. TPM-Chip gibt es ja erst seit 10 Jahren oder so. Also, von daher. Welches Mainboard empfiehlt ihr aktuell, wenn man jetzt neu kaufen würde? Auf der Nordseite. Habt ihr Ahnung? Wer hat Ahnung? Keiner. Gut, danke. Fürs Gespräch. Also neue Boards zusammenbauen oder Rechner zusammenbauen, bin ich nicht dabei. Lass ich mittlerweile von meinem Junior machen. Ja. Ich baue zwar meine Rechner immer noch selber zusammen, aber ich lasse mich da einfach von unserem Händler, der uns auch auf der Arbeit beliefert, beraten. Ich sag zu dem, das und das will ich spielen, das soll was, ne? Und soll auch nächstes Jahr noch funktionieren. Ja, ich mache das. Suche mir passendes raus. Ich mache das ja überwiegend selber, aber es geht dann immer erst los, wenn man was kaufen will, dass man sich dann anfängt zu, ne, ein bisschen schlau zu lesen und zu gucken, was braucht man eigentlich, weil beim Mainboard ist ja wichtig, dass man genug Platz hat für die RAM-Sticks sozusagen, dass das nicht eingeschränkt ist, dass du vielleicht nur zwei Riegel reinkriegst oder so oder was auch immer. Und ja, generell natürlich, dass es braucht. Also ein Mainboard, da wird häufig dran gespart tatsächlich. Dabei ist ein Mainboard einfach das Motherboard und ist auch wichtig für das Zusammenspiel des ganzen Systems. Also da sollte man jetzt auch nicht gerade irgendwie um 50 oder meinetwegen auch nicht gerade um 100 Euro im schlimmsten Falle falschen, sondern da lieber einen Huni mehr ausgeben. Ja. Das ist richtig. Man kann mal woanders sparen, aber die Hauptteile sollte man schon vernünftiger haben. Damit man auch länger was davon hat. Zwei Dinge habe ich jetzt gelernt. 16-Kern-Prozessor bringt überhaupt nichts, weil die guten Spiele alle nur auf einem Prozessor laufen. Ja. Und das zweite ist, sich ein Mainboard zu kaufen für den Dual Grafikkartenbetrieb macht nur Sinn, wenn man sich auch sofort eine zwei Grafikkarten kauft, weil zwei Jahre später, wenn man dann eine zweite Grafikkarte bräuchte, kriegst du das Modell nicht mehr, was du hast, musst du zwei kaufen. Okay, musst du die gleichen Grafikkarten haben oder wie, wenn du zwei drin hast? Ja, wenn ich mit SLI mache, ja. Okay, da habe ich keine Ahnung von der. Das ist auf alle Fälle der sichere Betrieb. Hm. Richtig, weil ansonsten hast du auch noch Kompatibilitätsprobleme zwischen den Karten. Ja. Ist das wie mit dem Arbeitsspeicher? Ja, muss auch der gleiche sein. Die sollten auch immer vom selben Hersteller kommen. Ja. Und auch in der gleichen Größe, ne? Du kannst jetzt auch nicht. Und du kannst auch die gleiche Größe, ne? Du kannst jetzt nicht den 8 GB und dazu den 4 GB packen oder so. Das soll wohl auch nichts bringen. Nee. Es sei denn, du hast Mainboard, zum Beispiel wie ich das, mein vorletztes Mainboard, das hatte nicht. Das hatte nicht zwei Zweierbänke, also vier Bänke, wo 2A2 war, sondern vier Einerbänke. Mhm. Da konnte man wirklich jeden RAM-Riegel einzeln draufpacken. Okay. Aber die sind dann eben auch nicht mehr double-sided, sondern nur single-sided und dann
Deswegen passten da auch nur maximal 16 GB drauf, obwohl es 4 Bänke waren. Ja. Warum mal auf die Südseite? Jetzt habe ich 32 GB in zwei Riegeln und könnte noch zwei reintun. Das ist gleich bei 90. Basti, das hätte ich auch gern. 100% Basti. Meining, das geht so, ne? Passt auf Anhieb, abbunkern. Stromkosten grätschen jetzt ja voll zwischen. Also bisher ist es ja so, man hat da Geld in die Hand genommen, hat es ist, ist ja eine Investition gewesen. Das Geld ist ja praktisch in Sachanlage investiert, in der Hoffnung, dass es irgendwann Rendite abwirft. Das kann knapp werden. Also das amortisiert sich, denke ich, schon noch gerade so, aber ob das nachher auch Rendite abwirft, das glaube ich tatsächlich nicht mehr. Weil der Strompreis einfach durch die Decke geht. Ne? Ich habe es euch ja erzählt, bisher habe ich 350 Euro bezahlt Strom im Monat und in Zukunft sollte ich laut dem Altanbieter 590 Euro Strom bezahlen im Monat, was ein bisschen viel ist. Und ich habe mich jetzt nochmal umgeschaut. Ja. Es gibt noch Anbieter, die das günstiger anbieten. Vielleicht haben sie noch nicht gemerkt, dass sie den Strom auch deutlich verteuern müssen. Aber dann liege ich bei 480 Euro circa Stromkosten im Monat und das frisst natürlich schon einen ganzen Schwung von der Rendite weg. 480 Euro Stromkosten, was machst du da? Im Monat, ja. Mit Schwerstabtanke? Betreibst du eine Handfarm? Ja, genau. Das ist ja das Schöne, ich bin nicht mehr an solchen Betrieben leer angebunden, beziehungsweise du lebst autark oder wie? Nee, ich produziere meinen Strom selber. Und speicherst dann? Genau, ich speichere und das, was übrig ist, das verkaufe ich. Ja, ich könnte es ja auch theoretisch, aber ich kann nicht so viel speichern, wie ich brauche. Weil ich brauche ein bisschen mehr Strom. Ich habe zwar auch nichts, geht ja auch nicht. Ich darf auch gar nicht weiter. Also sonst würden wir ja größer bauen, weil wir auch mit zwei Kindern und eigentlich nur ein richtig gutes Badezimmer ärgert man sich jetzt schon, zukunftstechnisch, dass man sich ein Badezimmer mit den Kindern teilen darf. Das geht auf Dauer nicht. Da muss irgendwann. Aber wir können halt nicht anbauen, weil der B-Plan lässt nicht zu, dass wir sinnigerweise irgendwo gut was anbauen könnten, was Sinn macht. Wir haben unser Haus schon komplett süd ausgerichtet, dass wir die ganze Südseite auch mit PV-Anlage voll haben. Wir haben auch eine 10 kW-Anlage auf dem Dach, aber das wird halt vom Speicher her nicht reichen, um den Speicher immer so voll zu kriegen, dass das lohnt. Und die Speicherdinger, ich bin auch der Meinung, dass die noch zu teuer sind. Also für die Abnutzungsverschleiß, weil wer entsorgt dir das nachher in 8 Jahren oder in 10 Jahren, wenn die aufladet, weil es ein Akku ist einfach, der nicht mehr diese Leistung hat. Ich habe gelesen, oder meine Schwester sagt das auch, die kennen sich auch so ein bisschen aus, dass die Leute tatsächlich irgendwie dazu hingehen und sich eher ein neueres E-Auto leasen. Du kriegst es ja fast geschenkt durch diese ganzen Subventionen. Dieses E-Auto stellst du dir einfach ins Carport und nutzt das als Speicher. Ne, du lädst es auf mit deinem PV-Strom und du kriegst das aber so wieder ins Netz rein, und ich bin nicht der Elektriker, nicht der Fachmann, dass du die Batterie vom E-Auto dann wieder entlädst, über Nacht halt, wenn du den Strom brauchst. Das E-Auto kannst du nach 3 Jahren Leasingzeit wieder abgeben. Du hast keine Probleme mit dem Speicher. Du kannst dann in 3 Jahren dir wieder Neues holen. Wie das genau funktioniert und ob das genau so funktioniert, ich kann es nicht sagen. Aber es ist wohl, ich glaube, wenn man da technisch versiert ist und elektromäßig Ahnung hat, dann könnte sowas funktionieren. Und das ist natürlich dann eine Sache, okay, also diese Elektroautos haben ganz andere Speicherkapazität. Ne? Ich weiß nicht, was hat dein Speicher? 6, 8, 10, 12? Meiner? Ja. Ist jetzt bei 16. 16, ja, okay. Ja. Und die E-Autos heute haben teilweise 40 bis 60 oder so. Ja. 70%. Aber ich war ja auch schon überlegen, zu vergrößern. Mhm. Wie gesagt, die Preise, das ist jetzt momentan noch. Ja. Ist doch nicht normal. Jetzt bei uns ist das, ich würde das jede Nacht komplett leer saugen und das geht natürlich auf die, wir heizen ja einmal mit Strom über die Erdwärmepumpe, die wir haben. Die wird dann mit Strom betrieben, also brauchen kein Gas und kein Öl oder so, sondern wir heizen praktisch mit der Erdwärme und eben mit Strom. Dadurch haben wir natürlich schon mal einen erhöhten Stromverbrauch und ich habe ja auch, weil einige wissen ja auch hier, Kryptomining sozusagen, so eine kleine Anlage und die läuft ja auch 24/7. Und das sind halt ein paar Grafikkarten und die brauchen ja die ganze Zeit Strom. Und deswegen ist mein Strompreis natürlich ein bisschen höher als normalerweise. Um auf Achims Frage nochmal zurückzukommen. Ne? Also nein, ich habe keine Hanfplantage und keine sonstigen Gewächshäuser oder irgendwas. Ich warte aber eigentlich auch auf die Polizei, die irgendwann mal hier auftaucht und sagt, warum habt ihr eigentlich als Einfamilienhaus so einen hohen Stromverbrauch? Das stimmt doch was nicht. Aber mal gucken. 70%. So. Solange man nichts Illegales macht, dann... Nö.
Krypto Mining ist nicht illegal. Nö, wird ja auch alles versteuert, ist alles in der Einkommenssteuer mit drin. Nur moralisch verwerflich. Ja, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Weil, dieses Krypto Mining sorgt dafür, dass für die Normalsterblichen die Grafikkarten nicht mehr bezahlbar sind. Ja, richtig. Geht so. Richtig, das stimmt, das ist fies. Das, da kann, würde ich jetzt aber sagen, ist der Hersteller eher schuld. Ne, dass der nicht genug Grafikkarten dem Markt zur Verfügung stellt, den der Markt braucht. Angebot und Nachfrage, ne? Ich sitze auf beiden Seiten. Also ich brauche auf der einen Seite brauche ich jetzt eine neue schöne Gaming-Grafikkarte, eigentlich auf der anderen Seite habe ich halt auch einen ganzen Schwung Grafikkarten, die für mich arbeiten. Das ist eine Investition, eine Sachinvestition eben in der Hoffnung, dass das Rendite abwirft. Aber der Strompreis, wie gesagt, wenn man auf einmal 200 Euro mehr bezahlen muss im Monat. Wer bremst? Das nimmt schon einen ganzen Schwung Rendite weg. Ich wollte mich gerade wundern, wieso was jetzt kaputt? Ja. Bremsen ist für Anfänger. Eben. Wir bleiben einfach an der richtigen Stelle stehen. Genau, die ersten Stromanbieter können die Niedrigpreise. Ja, Niedrigpreise, was sind noch Niedrigpreise? Ne? Wie viel Cent pro KW ist noch da? Und es gibt eine gewisse Preisgarantie. Also den neuen Anbieter habe ich geguckt. Da habe ich dann eine 12-monatige Preisgarantie, außer halt für Steuern und Umlagen und diesen ganzen Quatsch. Das erhöht sich ja eh. Ne? Da sind wir alle nicht gewappnet, wenn EEG-Umlage sich wieder erhöht oder der Staat sich denkt, oh, wir brauchen noch ein bisschen mehr Energiesteuer. Weil die Nachhaltigkeit lässt sich sonst nicht finanzieren und hier CO2 und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht schnell genug, ihn einzuholen. Also wir waren so schnell, dass wir glaube ich tatsächlich noch Feld 66 heute schaffen, oder? Ja, glaube ich auch. Wir bunkern hier gleichzeitig mit 4 Mann in einen Wagen an. Also die Felder sind viel zu klein. Ja, genau. Und er ist voll, 100%. Und er ist voll. Ja. Ich glaube, wir müssen noch Feld 17 von der Wildwest machen. Das ist eher die Größe. Wie viele Drescher haben wir jetzt im Einsatz? 8, 9? Ich weiß es, 7? Ich weiß es gar nicht genau. 9? 9 sind das, okay. Und alle waren jetzt auf die 66. Ja, mein alter Anbieter war halt das Problem. Ne? Da war, glaube ich, keine Preisgarantie drin im monatlich kündbar. Und dementsprechend haben sie natürlich einen Joker gezogen und gesagt, nö. So, ab 1.11. kostet das mehr. Und wenn du das nicht willst, müssen wir leider kündigen. Habe ich gesagt, nö, will ich nicht. Ich biete euch das an, dann würde ich bei euch bleiben. Haben sie gesagt, nö, denn hier danke oder von wegen schön, dass du gekündigt hast. Dann haben sie es auch noch umgedreht, ne? Oh, das ist natürlich übel. Ja, ist echt frech. Und ja, jeden Tag, wo du es jetzt keinen neuen Preis, also keinen Stromanbieter an, ich habe was verglichen. Ne? Also Anfang der Woche waren es noch irgendwie auf Vergleichsportalen. Die natürlich aber auch noch wieder dick Provision kriegen, deswegen sind sie gar nicht unbedingt die günstigsten. Manchmal muss man auch direkt auf die Homepages gehen von den Anbietern und dann kriegt man den Tarif ein bisschen günstiger, weil die da ja nicht eben noch die Provision an die großen Vergleichsportale zahlen. Ja, genau. Da kann man auch nochmal, aber auf den großen Vergleichsportalen ist der Preis von, ich sag mal, knapp 500 auf 540 wieder gestiegen innerhalb einer Woche im Monat und das ist schon krass. Die Strompreise, ja, das dreht alles durch. Wie viel KW? 18.000 habe ich gerechnet. Ah, okay. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Wir heizen damit und ich brauche aber auch für die Mining-Rig-Geschichte brauche ich natürlich auch viel Strom. Das ist auch Betriebsauskosten, ganz klar. Aber wenn das irgendwann nicht mehr so viel Plus macht, wie Strom kostet, dann muss man es ausmachen und dann hat man halt die Sache und dann wird man schauen, was man mit der Sache macht. Es gibt bestimmt Leute, die würden sich über Grafikkarten freuen in dem Bereich. Das glaube ich auch. Ganz sicher. Mhm. Also bezahlbare. Ja, das. Ich habe ja fast nur gebrauchte Grafikkarten gekauft. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen praktisch innerhalb von 2-3 Monaten den Markt bei uns in der Gegend leer gekauft. Alles, was angeboten worden ist, habe ich gekauft und na, nicht alles, das ist übertrieben, aber einen ganzen Schwung. Habe das zusammengedeichselt. Läuft. Und läuft auch fast 24/7 durchgängig. Hab ja extra einen Schuppen dafür gebaut, abschließbar, sicher mit Abluft und hier Zuluft und diesen ganzen Quatsch, den man braucht, weil das ja doch auch eine gewisse Wärme hat. Ja. Hab dadurch jetzt ein warmes Carport. Also brauch keine Angst haben, dass die Autos einfrieren oder wenn ich im Schuppen in der Werkstatt arbeite, dass mir kalt wird. Ich wollte gerade sagen, Standheizung mal anders? Ja, genau. Naja, aber wie gesagt, es kann sein, dass sich das nächstes Jahr nicht mehr lohnt, wenn ich sag mal, ne, die Kryptowährung nicht mehr abwerfen und der Strompreis noch weiter steigen sollte, dann ist es halt okay, dann ist es Geschichte. Dann hat man daraus gelernt, man hat Geld investiert, hat dann gemerkt, okay, nicht jedes Investment, was man in seinem Leben tätigt, ist nachher das, was einen irgendwie finanziell weiterbringt. Es ist aber auch kein wirtschaftliche Existenz oder so. Ich hätte dafür nicht Fremdkapital aufgenommen, also was heißt, ich hätte dafür nie jetzt irgendwo einen Kredit aufgenommen,
um da zu investieren, in der Hoffnung, dass es was bringt. Das gibt es ja einige Leute, die das echt gemacht haben, aber das würde ich nicht machen. Das war wirklich... 75. Ja, was macht man, ne? Nach dem Motto, wenn ein bisschen Geld hatte man liegen, lässt man es auf der Bank liegen, kriegt man eh nichts für. Oder investiert man das, hat man es investiert. Das fehlt uns jetzt so ein bisschen, na klar, für den neuen Rechner, aber irgendwas ist immer, ihr kennt das. Müsste ich umbauen, ne? Aber das hatten wir, also Anfang des Jahres stand das Mining Rig ja im Haus bei uns, im Flur, aber das ist halt, die Grafikkarten geben ja Lärm, ne? Die Lüfter laufen, die Grafikkarten sind laut und man hat nachher so einen Grundlärm in der Hütte. Dass man zwar irgendwann nicht mehr wahrnimmt, weil der Mensch stumpft tatsächlich ab, aber wie ruhig das auf einmal war, als das alles wieder draußen war, war schon erstaunlich. Ungewohnt, ne? Ja, genau, ganz komisch, leise auf einmal. Naja, mal schauen. Mal einen Abfahrer in den Westen kriegen, bitte. Ja, Strom ist ja auch teilweise, ne? Das gibt ja Strommix. Teilweise ist es mit Gas produzierter Strom, teilweise mit erneuerbaren Energien. Ein Stück weit zumindest, die dann wieder billig ins Ausland verkauft werden und teuer wieder eingekauft werden. Und das ist, also funktioniert ganz viel nicht. Naja, mal schauen. 82%. Ins Wohnzimmer, ja, morgens fährt abends Shelly. Genau. 94, 95, Abfahrer. Ich fahre in den Westen unterwegs. Voll. Alle im Blick. Danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Danke fürs Reinschalten. Auf Vulkanschnecke? Ja. Funktioniert das jetzt bei Katrin oder nicht? Das DLC, das funktioniert jetzt. Ja. Das haben wir gestern getestet. Das funktioniert. Ja. Das ist gut. Das Lenkrad? Ach so, nee, das ist bei Nina, das Lenkrad. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch noch nicht, habe ich noch nichts Neues gehört. Schön, dass das Spiel funktioniert. Doch, das läuft jetzt. Ruhig mal. Hier, Alex, das machst du ruhig hier, ne? Wenn du gleich links eingeschlagen hättest, würdest du besser vorkommen. Aber. Ja, war echt lieb von dir, Miguel, dass du das da gesendet hast. Alles gut. Nee, echt so. Haben wir gesagt. Wir sind eine Community und wir helfen uns. Jo. Und so wie gesagt, bei mir lacht das Spiel nur rum, weißt du? Und wenn ich damit jemandem helfen kann, bitte. Wir haben überlegt, ob du Kaffeetrinker bist. Ich Kaffeetrinker? Ja. Ah ja. Ja nicht? Es hört sich so an. Ich bin ja Kaffeetrinker, Teetrinker. Also es ist. Oh, machst du lieber Tee? Ich trinke auch eher Tee. Ja, ich sag mal, also, ich habe mal Phasen, da trinke ich nur Tee. Und dann habe ich Phasen, da trinke ich nur Kaffee. Besonderen Tee oder? Also ich trinke tatsächlich aber nochmal schwarzer Tee, mag ich echt nochmal, aber ich bin diese Engländer-Variante, ein ganz mini Schuss Milch da rein. Kaffee mag ich nicht, wenn da Milch drin ist, mag ich gar nicht. Mit Sahne mag ich Kaffee nicht und mit Milch auch nicht. Früher habe ich es nur so getrunken. Das habe ich über die Zeit aber im Büro, glaube ich, abgewöhnt. Weil kalter Kaffee mit Milch schmeckt dann auch echt nicht mehr, oder mit Sahne schmeckt dann auch echt irgendwann nicht mehr gut. So habe ich mich an kalten Kaffee im Büro gewöhnt. Also wenn man den schwarz trinkt, geht es auch tatsächlich, wenn das ein bisschen kühler ist. Ja, ist auch schwarz, Geschmackssache. Aber aber ansonsten so ein Tee im Winter, wenn es oder generell so jetzt so zu kalten Zeit, mache ich auch mal zum Abendbrot oder so. So einen schönen schwarzen Tee, ein klein bisschen so ein Spritzer Zitrone da drin und doch einen kleinen Schuss Milch rein, dann im Becher. Das. Ich hatte früher mal diesen Schiedwetter-Kräutertee, den gab es auch in Nordfriesland, glaube ich. Okay. Den hätte ich gern mal wieder, aber hier gibt es den, glaube ich, nicht. Salisa, wo willst du hin? Ja, deswegen Deutschland, also die Energiepolitik von der Bundesregierung, die kann man haken. Man sieht ja auch in anderen Ländern, die haben da schon Preisen jetzt eingebaut wegen diesen explodierenden Energiepreisen auf dem Weltmarkt. Strom
Gas, Benzin, ne? Das merken die meisten von uns, merken Benzin oder Diesel an den Tankstellen. Strom und Gas wird ja meistens erst zeitversetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass einige, ja, die finanziell nicht ganz so gut dastehen, wie nachher wirklich Probleme kriegen und ihre Bude nicht mehr voll heizen können, so ungefähr, weil das ja, es sind, die Gaspreise haben sich vervierfacht. Also an den Weltmärkten. Ja, da muss man sich einen Holzofen hinstellen und Holz hacken. Genau, wenn du dann die Möglichkeit hast. Aber in der Stadt irgendwie, jetzt stelle ich mir irgendwie, ich sag mal, Hamburg, Berlin vor. Ich meine, wir haben auch nicht viele Bäume jetzt im Wald. Wir haben das Glück, dass wir drüben in Nordfriesland haben, bei meinen Eltern oder bei meinen Großeltern eine Scheune noch, einen alten Resthof ist das. Und mein Vater und so, mein Opa sind da immer sehr aktiv und kriegen die ganzen Bäume aus der Region teilweise, die dann irgendwie mal gefällt werden müssen. Und da liegt Holz für Jahrzehnte, glaube ich. Und ich brauche nur meinem Vater Bescheid sagen, hier, wir brauchen mal wieder ein bisschen. Und dann macht er einen Anhänger voll und kommt einmal hier rüber zu uns an die Ostsee und bringt uns ein Fuhr Holz. Super Luxus, da sind wir mega dankbar, natürlich, dass wir das haben. Und natürlich habe ich aber auch schon mal beim Holzfällen geholfen. Und wenn sie es anbot und man gerade drüben war, dann habe ich auch mit kleinem Holz gemacht und diese dicken Baumstämme da zersägt und abtransportiert und so weiter. Aber das ist eher seltener der Fall, weil ja, es muss dann so passen, dass man gerade drüben in Nordfriesland ist und die gerade irgendwo Info gekriegt haben, da müssen ein paar Bäume weg. Mein Vater bekommt Leerpaletten geschenkt. Genau, kommen auch schnell zersägen, zack, ist auch ein bisschen Brennholz. Gut heizen mit dir. Das haben wir auch. Also wenn wir was geliefert kriegen, was auf Holzpalette kommt, dann mache ich das auch klein und kommt es auch in den Ofen. Ist auch ein schönes, ich mag die Wärme auch und Shelly noch mehr natürlich. Die Ofenwärme ist auch immer so vom Feuer im Kamin, in einem Wohnzimmer. Das ist schon schön. Das ist eine sehr angenehme Wärme. Oh ja. Das ist eine ganz andere Wärme, ja. Also Shelly am liebsten den Sessel direkt davor und dann erstmal darum vegetieren. Aber ist auch schön, schöne Wärme. Gleich bei 80%. Ich wäre auch gleich bei 90. Holz mache ich auch. Als Auto beim Fett? Ja. Oder bist du? Aber ich habe nicht mehr viel Platz. Ich habe 91. Es langt, wenn ein bisschen weg macht, stampfen. Ja, V stehen hinter Alex. Ja, ein bisschen kalt noch. Jetzt wird das nichts hier. Jo. Wie schnell fahrst du, Alex? Weil es zu spät da ist. 10, der fährt nur 10. Ich habe 90%, ich müsste dann gleich, wenn Alex leer ist wahrscheinlich, oder? Alex müsste gleich leer sein, oder? Bei 25 jetzt. Was? Wo sind deine Videos? Twitch möchte ich wissen, wo du Baby gemacht hast. Was? Verstehe ich nicht. Auf YouTube? Leer. Auf YouTube sind die Videos ja auch. Auf Twitch gibt es ja auch eine Videobibliothek, aber die ist ja immer nur nicht ganz so lange verfügbar. Bist du voll, Fett? Ich bin komplett voll, ja. Ich kann nicht mehr. Junge Frau. Ich komm. Sonst, ja. Ja, ich muss mich mal hier irgendwie dazwischen quetschen. Ja, Mini-Quali dreht um, okay, dann. Wir fährten da oben auf dem Deich rum spazieren und hier sind alle Drescher voll. Der hat gerade mich abgetankt, Salazar, der hier gerade die vordersten Drescher abtankt. Ich glaube, er wollte von oben vom Deich mal gucken. Schöner Ausblick aufs Meer. Ja, und auf die Drescherflotte hier. Flotte ist aufeinandergerissen. Mal stehen bleiben, wir müssen gleich mal alle abtanken hier. Jetzt gucken wir mal so richtig. Genau, deswegen haben wir einen Palettenmangel, weil Fett sie alle verheizt. So viel kriegen wir nicht auf Palette geliefert tatsächlich. Das ist eher selten, aber wenn wir eine haben, dann wird sie klein und verarbeitet. Also ich bräuchte mal hier vorne mal einen Abfahrer. Jetzt gleich in Salazar, wenn ich leer bin. Bitte bist leer? Ja. Halt. Noch 10. Und tschüss. Alex ist ungeduldig, ne? Ja, Alex muss wieder überholen. Huschi, was machst du im Drescher? Ja, wurde doch vorhin gesagt. So. Drescher mehr. Ja. Hast du die Chance genutzt, ne? Ja, ich bin ja in 50 Minuten kurz weg. Also muss ich Vorsprung haben. Ach, das Feldhorn ist dann fast geerntet. Bleibst gleich mittendrin stehen, weil du kein Abfahrer hast.
Ich meine, von hier haben die Abfahrer das jetzt auch gerade am weitesten, ne? Das muss man auch sagen. Ja, von der Nord- vom Nordende. Wenn der LKW wieso in der Nähe ist, ihr fährt doch schneller voll wie ich. Voll. Ja, der LKW kommt zumindest schon mal wieder. Ihr habt mich ja schnell eingeholt. So wie schnell fährst du? Wer ist denn? War ja nur 10. Ja, wir auch. Fahren auch nur 10. Ich bin fast voll. Am Deich. Ah, okay. Dieser Ladewagen, Spätzle. Ja. Ich komm, ich wende. Stimmt, Schwabe. Also ich bin da auch, wie gesagt, ne? Irgendwas muss man machen, aber ja, die Politik ist ja auch so ein bisschen, naja. Ich darf ja schon fast nichts dagegen sagen. Sonst werden wahrscheinlich die Videos nachher gesperrt, weil es ist auch auf jeden Fall Zensur überall. Und ne, muss immer aufpassen, was man sagt. Aber jo, ich glaube ja, es auch. Kritik lassen die ja nicht zu. Nee, das ist un- wenn man die Wahrheit sagt, dass die E-Autos schlechter für die Umwelt sind als Diesel und das Benziner. Das kam aber offiziell im WDR schon ein Beitrag. Ja. Da kommen die hochoffiziell auch noch dahinter. Warte mal ab. Komisch, nee, ne? Wenn man sie denn fragt, oder wenn man sie denn fragt, wenn wir denn Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke ja abschalten und alles auf E-Autos umstellen und also fünfmal so viel Strom brauchen wie vorher, aber nur noch ein Fünftel des Stroms produzieren, den wir vorher produziert haben, wo kommt denn der Strom her? Ja, die rechnen sich das schön und die rechnen sehr schön. Ja. Dann haben sie auch noch zugegeben, dass sie sich verrechnet haben. Man kriegt keine richtige Antwort. Das ist einfach das, ne? Also, das ist ja auch keine vorhanden. Ne? Ja. Hätten sie eine vernünftige Antwort, ein richtiges Konzept dahinter, wo man sagen kann, ja, das hat Hand und Fuß, dann wäre das doch was ganz anderes. Ja. Ne? Leute, ihr macht mich voll hier. Ja, irgendwann haben wir jetzt bestimmt gedisst, weil irgendjemand von uns fährt bestimmt ein E-Auto, oder? Daniel, bist du wieder voll? Ja. Och, Daniel. 100%, danke, tschüss. Ich brauche auch hier. Kommen wir bis zu Alex rüber? Stehen da Alex, alle. Alex fährt weiter. Das sieht aus. Stehen da alle. Tankt ihr euch alle gegenseitig voll? Ja, ich habe bei Black Forest ein bisschen was abgenommen, weil ich dachte, hier kommt aber irgendwie. Alex hat auch noch einige stehen lassen, schön. Also ich bräuchte noch einen. Weiter, Daniel. Also ich bräuchte noch einen Anhänger. Anfahren jetzt. Ich bräuchte noch einen Anhänger hier an meinem Tatra. Sieht ihr das dann auch noch? Ist ja, kein, ist ja kein Deich, wo er hoch muss. Also die Schleusen stehen gut. Basti ist ein bisschen falsch gelandet hier. Wieso? Beim letzten. Ja, es wird alles teurer. Das meint ihr, wie die Transportbranche jetzt auch, also die ganze LKW-Branche jetzt wahrscheinlich auch schnauft über die neuen Dieselpreise da. Also es gibt ja aktuell kein Ende da irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Die bezahlen sollen. Die geben das weiter an die Nächsten und die geben das weiter an die Nächsten und die geben das weiter an die Endverbraucher, logischerweise. Was ja, gut, hier ist. Aber der Endverbraucher kann dann irgendwann noch nichts mehr kaufen. Nee, das muss er dann halt hier Start. Ich habe jetzt heute gehört, dass die FIFA jetzt die WM alle 2 Jahre machen will, damit sie mehr Geld verdienen. Ja, das haben sie aber schon länger in Diskussion, glaube ich, ne? Ja, oder? Da sind sie auch schon Weichen. Moin. Da sind sie schon Weichen dran, ja. Ja, nur wer soll denn jedes zweite Mal dann spielen? Ja, ich glaube auch, dass Sven. Abfahrer, ist eine A- und eine B-Mannschaft oder wie? Kannst weiterfahren, Vulkanschnacke. Achtung, Basti, ich fahr weiter. Ups, wenn ich mal das Schneidwerk anhätte. Ja, da ist die Entwicklung. Ja. Das ist Lobbyismus, ist ganz furchtbar in diesen ganzen Bereichen. Ich mag das auch nicht. Und das ist das, was halt auch die Wähler jetzt ein bisschen gezeigt haben, ne? Miguel, kommst du da vorbei? Ja, aber im Endeffekt sind sie alle gut, um heiß und breit zu reden. Und ich meine, jeder hat da Vor- und Nachteile. Irgendwas immer muss man machen, aber was man macht, und das ist die Expertenmeinung. Das geht ja in allen Bereichen auseinander. Fragst du den, sagt er das. Fragst du den anderen, sagt er was ganz anderes. Und ist schwierig. Keiner hat irgendwie den Musterpatentlösung da auf Tasche. Aber man weiß auch, dass viel, viel Quatsch erzählt wird in den Bereichen. Na Daniel, hättest du einfach gerade geradeaus weiterfahren können. Ich kann nicht fahren. Oh, fertig. Na, Hoshi, halt die Bahn. Ja, eine Marsch-Fan. Ne? Wasserstoff ist die Lösung. E-Autos auf Basis von Wasserstoff anstatt von Batterien, dann ist das
alles wieder eine andere Sache. Aber auch Wasserstoff muss hergestellt werden. Ja, ist richtig, aber Wasserstoff kann man mittlerweile in entsprechenden Anlagen quasi ja, das ohne wär, Zugabe ich, von anderem Strom herstellen. Ja. Ist das nicht auch irgendwie so eine Lösung hier im Norden, die es gibt? Weil wir haben ja in der Regel, sobald ein bisschen Wind weht, haben wir ja viel zu viel Strom hier bei uns. Richtig, ja. Und den könnte man benutzen, um Wasserstoff herzustellen. Den abgefüllt für E-Autos. Für Wasserstoffautos meinst du? Moment, für E-Autos. Ein E-Auto heißt nicht, dass da Strom drin ist. Ja, aber Wasserstoff kannst du ja auch in Energie umwandeln, sondern, sozusagen. Wasserstoffautos sind auch auf. Sind E-Autos. E-Autos heißt ja nur, dass ein Elektromotor drin ist. Mhm. Aber was wir im Moment haben, sind Elektroautos angetrieben durch eine Batterie. Also. Und die Batterie ist das Schlimme. Ja, die verbraucht eine Menge Ressourcen auch in der Herstellung. Hammer viel Wasser, meine ich. Also unendlich viel Wasser. Und können nicht vernünftig entsorgt werden. Ja. Recycling ist viel zu teuer. Entsorgungsproblem, ja. Im Winter komme ich nicht weit. Im Winter, das genau. Heißt, entsorgen schon, aber die ist. 84% das Ding ist zu voll. Recycling an sich. Ja, ich bin gleich. Keine Firma dafür ausgelegt ist, so eine Batterie oder ich sag mal zu recyceln, weil ich nehme mich raus, bevor ich bin zu viel voll. Das ist genauso wie unser heißgeliebter Tetrapack, den wir ja haben, ne? Der ist mit normalen Anlagen nicht recycelbar. Nee. Ja. Man darf nicht vergessen, das ist von außen Karton. Okay. Dann ist da Alufolie und Plastik, ne? Und das Ganze wird heiß zusammengepresst. Das wieder zu trennen. Ich habe mal eine Zeit lang in so einer Firma gearbeitet, wo dieser Verbund gemacht wurde. Das nachher zu trennen, ist der Horror. Es gibt keine Anlagen, die das wirtschaftlich machen können. Wer hat denn da jetzt den Streifen stehen lassen? Wer hätte da fahren müssen? Der fährt umgedreht. Ja, ich dachte, der nächste. Bahn. Ja, ist alles gut. So fahre ich da jetzt. Aber ich bin jetzt auch voll. Mein Igel, danke dir für den Sub auf jeden Fall. Im 18. Monat, anderthalb Jahre schon. Danke dir. Ich brauche einen Abfahrer. Du musst ein bisschen hier. Bin schon voll. Ich kann nicht wirklich weiter. Ach so, ja, okay. Jetzt Abfahrer. Gut, jetzt. Vielleicht sollten wir doch mal wieder einen Drescher gegen einen Abfahrer tauschen. Ja, also ich meine, jetzt sind wir ja gleich wieder beim Silo, ne? Ich glaube, dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Aber hier hinten ist es echt schlimm gerade. Aber das ist okay. Das ist die Rechnung, dass es das ein Drescher und die Bahn hier natürlich schon den Unterschied macht, dass man die Abfahrer halt doch echt fordert. Und hast du noch genug Kapazität, um mir vorbeizufahren? Fast nur, also hier hat man nicht auch mehr. Ich habe 96. Ja, ich habe auch 95. Dann, hier vorne aber wenn du dran vorbeifährst, dann kann ich mich auch so stellen, dass ein Abfahrer an mich rankommt. Ah, das ist genau dran voll. Basti, das Rohr mal hoch runter versuchen. Ja, das geht. Guck mal, Basti braucht auch immer ewig beim Abbunkern. Haben wir nicht noch mehr irgendwie LKW oder Trecker mit Direktanhänger ohne Überladewagen zwischenzufahren? Weil das ist das, was hier bremst, glaube ich. Ja, das bremst wirklich. Die müssen ganz herum fahren. 65 stehen auf dem LKW. Ich steige auch auf den anderen. Ja, dann soll mal einer vielleicht bitte von den Überladewagenfahrern den LKW lieber nehmen. Genau. Salazar, soll ich weiterfahren? Basti vielleicht. Ja, mach mal. Ja. Sonst kann ich auch einen LKW nehmen, jetzt ist es wurscht. So, der ist auch wohl hier jetzt, Basti. Ja, das ist auch echt so, ne? Das wird auch nicht umweltschonend abgebaut, teilweise auch mit. Ne? Aber ich meine, man weiß es nicht. Arbeitsbedingungen in anderen Ländern hat man immer nicht so. Man tut ja alles grün und so. Dann kommen wieder die Friday for Future Kids, die keinen Bock haben, freitags auf Schule. An Start! Ja, ich weiß ja nicht. Boschi, klappt es für den Freitag, kommt der besser. Grüße geht raus, ne? Lieber zur Schule gehen und lernen. Da sind ja immer ganz lustige Sprüche auch teilweise in der WhatsApp-Gruppe, ne? Zu diesem Thema. Friday for Future Kids. Nach dem Motto, ihr wollt dies und das, aber macht mal selber und so. Und verzichtet mal da drauf. Und das will man dann ja auch nicht. Und ja.
sieht das aus, wenn man so vorguckt? Es sieht gut aus. Es balanciert über den Deich hier. Schöne Panik hier, ja. Und dann ruckelt es. Aber die meisten Drescher fahren gerade wieder. Ich bin leer, ja. Das ist der kürzeste Weg. Ja. Also der schnellste. Praktisch, ja. Wenn du gleich leer bist, sind wir alle wieder auf der Bahn ungefähr. Bist du durch dann? Einfach. Oh, lass mich mal durch, ich bin gerade leer. Ich auch. Schließ mich also an. Ja. Mir. Gehst du jetzt an? Nein, nee, der fahr ruhig. Dings will nicht. Zwei Fragen sind ja, warum haben sie so viele elektrische Displays und Fenster hier und so weiter und warum heben sie auf dem Dach keine Solarplatte? Ja, zum Beispiel, ja, warum muss man unbedingt elektrische Fenster hier haben? Ja, warum nicht wieder Kurbel wie damals? Warum muss heute jeder ein E-Bike fahren? Ne? Dann geht die nächste Elektrogeschichte los. Also was wir da, also ne, was da über den Markt geht an E-Fahrrädern, ist auch Wahnsinn. E-Roller, E-Fahrräder, alles elektrisch. Man hätte also. Ich habe noch ein richtiges Motorrad in der Garage stehen. Ja, das ist ein Schwabe. Das macht noch Brumm Brumm. Hauptsache mit dem SUV die frische Mango jeden Tag kaufen. Ja, so ein Ding ist das genau. Ach ja, das ist ja immer ein mühseliges Thema, ne? Aber es betrifft uns alle. Aber, ne? Man darf gewisse Sachen nicht sagen, ansonsten ist eine klare Vorgabe, werden Videos demonetarisiert, dann wird man auf YouTube damit keinen einzigen Cent verdienen, wenn man über gewisse Themen redet. Jetzt? Und da darf man über das Klima auch nicht reden. Nee, du darfst es zumindest nicht sagen, von wegen, dass es nicht gibt und sowas. Warte mal eben, warte. Also es gibt einen Klimawandel, ja, es ist klar, es gibt schon auf der Welt schon immer. Seit Millionen Jahre. Es ist schon Milliarden Jahre, seit es hier in die Welt gibt, gibt es Klimawandel. Der Mensch trägt ein bisschen was dazu bei, definitiv, würde ich auch so sehen, aber er ist nicht hauptverantwortlich für die ganze Geschichte. Aber wenn man das jetzt sagt, könnte halt sein, dass das Video demonetarisiert wird. Gut, dann, ne, im Zweifel 10 Euro jetzt, 20 Euro, was auch immer. Ist dann so. Aber es ist, ja. Wir wissen es alle. Ja, ich meine, man braucht sich ja nur die Wissenschaft. Man braucht sich ja nur die Wissenschaft anzugucken, ne? Mit Wissenschaft meine ich jetzt hier, da gibt es doch diese Forscher, die untersuchen, was vor Millionen von Jahren auf der Erde passiert ist, ne? Genau. Und diese Eisbohrkerne und so weiter. Diese Eiskernbohrungen und sowas, ne? So, und diese Wissenschaftler haben ja definiert, was ist eine Eiszeit, was, ne, was ist die Normalzeit und haben ja auch rausgefunden, wann Steinzeit war und den ganzen Kram, ne? Ja. So, und die haben eine einfache Definition für was Eiszeit ist. Eiszeit auf der Welt ist nach deren Definition, solange an den Polarkappen Eis ist. Warum steht denn... Ja, also leben wir in was? Eiszeit. Immer noch in der Eiszeit. Nur am Ende der Eiszeit. Was passiert denn wohl am Ende der Eiszeit? Ja, und das ist nämlich das, was wir gerade erleben. Das ist diese Kettenreaktion einfach. Ne? Wenn irgendwas passiert, in der Regel, es verschlimmert sich, weil es einfach mehr wird. Also das geht ja schon los mit der Reflexion der Erde und so weiter. Ne? Und das ist halt, das Rad dreht sich immer schneller, der Stein rollt schneller, wie auch immer. Und der würde mit uns schnell rollen, der rollt aber auch ohne uns schnell. Der rollt eh. Richtig. Natürlich kann man nicht abstreiten, dass das durch das, was wir als Menschen hier gemacht haben, definitiv, dass wir diesen Prozess beschleunigt haben. Würde ich auch sagen, aber er wäre eh passiert. Das ist unbestritten. Ne? Ganz genau. Aber der Anteil an CO2, der steigt halt aber und das ist das Problem. Aber meiner Meinung nach kann man das Problem nur lösen, indem man also eben Wald aufforstet, weil das CO2 muss wieder umgewandelt werden in O2. Ja, nicht nur CO2, die ganzen trockengelegten Sümpfe. Ja, Ressourcenverbrauch generell natürlich ist eine Geschichte, ja, aber natürlich auch Wald ist... Das ist Meinungs- und Pressefreiheit, genau. Richtig. Ja, aber du musst im Prinzip, wenn du das ausgleichen willst, muss eben so viel Wald her, dass das CO2 wieder in Sauerstoff umgesetzt wird. Ja. Das ist eigentlich ein Gleichgewicht und dieses Gleichgewicht musst du wieder herstellen. Und das Problem ist, da arbeiten wir ja an beide Seiten. Ne? Wir bin bei 75%. Einmal haben wir den CO2-Ausstoß, der eher mehr wird, und auf der anderen Seite holzen wir die Wälder ab. Ja, genau. Und dieses Gleichgewicht, das passt dann nicht mehr. Eigentlich eine chemische Gleichung im Prinzip.
musst ein Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und CO2 haben. Das musst du herstellen. Ja, Marshall sagt das auch. Die Keule breck mal ab und fahr vor. Alle Sparerei, nix, wenn zum Beispiel die Riesenwälder in Sibirien und im Äquator, wenn nicht die verschwinden, geht. Da können wir in unserem kleinen Land wahrscheinlich nicht viel ausrichten. Nö, und ja, das meiste, ich meine, wie gesagt, vor 20.000 Jahren war genau, wo ich hier lebte jetzt gerade, war hier, ne, war hier ein Eispanzer, war hier noch sozusagen Eiszeit. Und vor 18.000 Jahren hat der Mensch sich auch nicht unbedingt was dazu beigetragen. Und vor 10.000 Jahren hat der Mensch auch noch nichts dazu beigetragen. Es passiert eh, es passiert so viel, siehe Vulkanausbruch auf La Palma, auch wenn das nur ein Mini-Vulkan ist, Vergleich, ne? Was es für Vulkane gibt, ich mein, aber. Soll sich mal nicht aufregen über so einen kleinen Vulkan. Ich wohne hier am zweitgrößten Vulkan der Welt. Die Eifel, oder? Genau. Ja. Ich glaube, da gibt es andere Gründe. Ja, wieso ist das? Wie ist das in der Eifel? Blubbert da wirklich CO2 aus dem Untergrund? Da blubbert hoch? Überhaupt nichts. Nein, da blubbert nichts, aber. Also, das ist genau wie im Yellowstone Park, da blubbert auch nichts. Na doch, ja, also da siehst du, da blubbert schon ein bisschen was. Aber jetzt nicht, dass da offene Lava irgendwo ist, ne? Du hast ein paar Gase, du hast halt die Wärme durch diese Fontänen, ne? Oder wie heißt das da? Das waren Vulkane, aber. Geysire oder wie heißt das, ne? Dadurch, du merkst es ja schon, da ist ein bisschen mehr Druck, da ist. Ja, nicht dafür ins Erdreich, an das Magma. Ja, der ist ja noch da. Das stimmt. Ja, aber die Chance, dass die in der Eifel wieder ausbrechen, ist die nicht praktisch gleich null, oder? Aktuell, aber sehr unwahrscheinlich, dass unser großer Vulkan hier, die Vulkaneifel, nochmal ausbricht. Aber wir haben natürlich hier erhöhte Erdbebengefahr, ne? Habt ihr sowas mal erlebt? Also ich habe es in Deutschland auch nie erlebt, ne? Ja, aber hier im Rheintalgraben gibt es auch Erdbeben. Ich habe schon zwei erlebt. Mir erzählt meine Frau immer morgens, wenn abends nachts die Erde gebebt hat, weil ich verschlafe das. Bei uns gab es letztens auch ein Erdbeben. Einmal und wir haben es nicht mitgekriegt. Das heißt, wir auch das magst du auch schon abends noch da jetzt reinschreiben. Nee, ich hab das Marina, hier schon nimmst du mal. Dann blubbert der Fahrer von uns bleiben. So ist das nämlich. Ja, würde ich auch so sagen, Schwabe. Wir sind ja auch viel weniger Menschen als die. Ne? Rechne mal die beiden Länder zusammen an Einwohner und stell das mal ins Verhältnis zu unseren Einwohnern. Natürlich sind wir industriell schon einen ganzen Schwung weiter. Die anderen kommen jetzt ja erst hinterher und das ist das Problem. Den Bedarf kann man gar nicht mehr decken. Der Bedarf bei der Industrialisierung dieser Länder, das kann man nicht mehr decken. Das funktioniert nicht. Und sowas endet leider häufig dann irgendwie in irgendwelchen militärischen Auseinandersetzungen. Weil es dann nachher um Land geht, um Ressourcen und sein Volk irgendwie hier, ne? Was ist achso, ja. 15, 50. Wer weiß. Ich weiß, wie es geht. Ich schäme direkt in der Nähe. Das ist auch eine perfekte Reihe hier, wenn du von hinten guckst. Reicht das? Sieht schön aus. Ja, Wahnsinn. Das ist genauso so, wie bei welche Bilder kriegst du nicht wieder? Nee, das ist schon saugeil. Komm mal noch weiter vor, Basti. Ah ja, geht so. Mit den letzten Updates. Genau dasselbe. Irgendwann hast du kein Land mehr für das alles zu versorgen. Ja. Genau, Bodenknappheit. Ja. Genau, so wird's ausgehen. Ach, du wolltest abladen. Ja, Yellowstone ist einer der größten und der soll ja auch, ist ja glaube ich überfällig theoretisch, ne? 600.000 Jahre her, wo er das letzte Mal Gas gegeben hat. Und das ist natürlich eine andere Nummer. Ja. Dann hätten wir mal ein bisschen Dunkelheit und ein bisschen keine Ernten mehr. Und dann ist wirklich, dann gibt's das Recht des Stärkeren, ne? Muss man schnell auch sehen, dass man auch einen Waffenschein ja, sich für selbst verteilt. Du brauchst auch keinen Waffenschein mehr. Naja, das mehr. Stimmt. Das, obwohl, naja, weiß ich nicht. Dann zu spät, ne? Eben. Also jetzt. Ich bin direkt wieder da. Dann bin ich froh, dass alles bereits im Keller bereit liegt. Ja, guck mal, er hat schon seinen, also hier so ein hier Safety Equipment. Ey, was ist denn das hier? Nee, Daniel 1980. Das weiß er auch noch nicht. Ja. Ich bin im Schützenverein und hab die Waffen vom Verein im Keller. Deswegen. Gut verschlossen mit Sicherheit, damit das versicherungstechnisch auch richtig ist. Und dann, natürlich. Du hast mich ja jetzt kennengelernt, weißt wie ich bin, ne? Ja, das ist ein Hochsicherheitstrakt natürlich. Wahrscheinlich mit Zugangsgesichtskontrolle. Ja, der Waffenschrank ist im Boden unter der Wand verankert. Ja, das ist auch, wo auch immer. Na? Ja, ich habe ja erzählt, dass ich ein bisschen Sommerbiathlon mache, aber da schießen wir nur mit Luftgewehr auf 10 Meter. Also das ist. Gleich. Normalerweise hauptsächlich auch Luftgewehr, aber das Luftgewehr liegt bei den scharfen Waffen mit dem Waffenschrank, weil wenn der Waffenschrank ja eh da ist, warum soll man nicht benutzen, ne? Ja, klar, also bei uns im Verein, gut, da sind die in zwei unterschiedlichen Schränken und bei dem anderen, da kommt halt, da gibt es nur ein paar Leute, die einen Schlüssel haben und bei den Luftgewehren, da kommst du halt leichter dran. Bei uns gibt es zwei Leute, die einen Schlüssel haben, das eine bin ich und das andere ist der Chef vom Verein, unser Brudermeister.
Der muss zwar erstmal eine Frau fragen, ob sie ihn mal in den Keller lässt. Ne? Aber prinzipiell, wenn mir was passiert, kann er an die Waffen. Sehr gut. Moin, Mahlzeit. Ja, das ist genau geregelt. Und wenn ich überlege, welche Auflagen wir alle erfüllen müssten, damit wir die Waffen überhaupt haben und behalten dürfen und so weiter. Ja, das ist auch immer, weil jemand mal durchgedreht ist, ne? Und irgendwann mal Quatsch gemacht hat. Ja. So, fertig. Und darfst ja auch keine Panzer bei dir im Garten haben, so wie der Kieler Typ, der da den Panzer bei sich im Garten hatte oder im Keller oder so. Aber das ist die Geschichte, ja. Und einen Flak-Abwehrgeschütz hatte er doch noch auch noch oder so, ne? Ich glaube irgendwie so. Assi. Bin gleich voll. Ja, was ich ein bisschen albern finde, ist, dass sie jetzt diese alten Omas oder Opas, die jetzt irgendwie 95 sind, noch wegen irgendwas belangen wollen, was sie damals in Adolf-Zeit gemacht haben, ne? Absolut, ja, Nazi-Zeit wird nicht verleumdet, also war ganz schlimme Zeit, definitiv. Aber was, warum muss man da jetzt noch Steuergeld für verschwenden, um diese Leute, die sind heute 95 sind, hätte man die konnten das ja, die konnten noch nichts dafür, was hätten die denn machen sollen? Die hätten sich selbst umbringen müssen. Das kannst du ja auch nicht verlangen. Also ich finde, die sind nicht schuld an der ganzen Geschichte. Natürlich mussten sie das mittragen, aber die hatten damals keine andere Wahl. Ne? Was wäre mit denen passiert? Also, das finde ich, da kann man heute niemanden für verurteilen, außer die verantwortlichen Führungskräfte, die das Ganze, und die gibt es ja alle heute nicht mehr. Also von daher, das Ding ist gegessen. Wir wissen alle, dass es passiert ist. Es ist eine schlimme Geschichte. Das muss auch weiter gerne in der Schule gelehrt werden. Bin ich völlig für. Aber jetzt die 95-jährige alte Oma irgendwie die Angst hat und dann aus dem Altersheim flüchtet, noch irgendwie zu belangen und damit Steuergeld zu verschwenden. Das fühle ich gar nicht. Naja, diese jetzt 93er war damals 18 Jahre alt und war Sekretärin der Schreibstube. Genau. Also das muss da ist die Frage, ob die wirklich eine Wahl gehabt hätte. Ja. Nie. Was hätte die machen können? Die haben keine Wahl gehabt damals. Ja, die hätte gewählt können und sagen, die mache ich nicht, dann wäre sie auch da gelandet, wo die anderen leider gelandet. Das kannst du doch nicht. Das kannst du heute nicht mehr argumentieren und das bringt auch nichts da, das jetzt so aufzurollen in dem Moment. Sorry, Vulkanschnecke, also, es soll andere Meinung geben, das finde ich auch in Ordnung. Aber das fühle ich gar nicht. Dafür verschwenden wir Steuergelder ohne Ende für so einen Prozess, wo keiner was heute mehr von hat. Nee, alles gut. Nach dem Motto, jetzt haben wir die 94-Jährige verklagt, jetzt kommt sie lebenslänglich ins Gefängnis. Ernsthaft? Nein. Ja, dann muss Reporter nur Schadenersatz zahlen. Der 100-Jährige, wo der jetzt vor Gericht kommt. Ja, warum? Ja, aber warum denn jetzt? Ja, genau. Warum jetzt? Warum überhaupt? Weil sie jetzt erst gefunden hat. Okay. Bett bist du voll? Das ist nee, das ist 40%. Die Saedis, der Mossad, der hört erst auf. Ich habe das Gefühl, dass du sofort raus hast. Ja. Wenn es definitiv klar ist, dass es keinen mehr geben kann. Ja. Und dann geht sie auch von vorne los. Ja, das ist irgendwas. Ja. Ich halte dann gar nichts von. Das ist genau wie diese ganzen Zahlungen. Ich habe mal gelesen, dass wir Reparationen an Nachfahren von die Reparation in den KZs bezahlen. Das sind die Urenkel von denen, die da drin gewesen sind. Ja, was haben die denn damit zu tun? Ja, die können da auch nichts für. Ich meine natürlich, ich meine gut nicht, dass sie das Erbe freiwillig angetreten haben. Ne? Mit dem Motto, Erbe kannst du ja ausschlagen oder annehmen, aber ich glaube in dem Moment kannst du es halt nicht. Und das ist auch frech. Was können die dafür? Nix. Also wie die Zeit ist gewesen. Und jegliche Diskussion darüber. Ich denke, das muss einfach mal aufhören. Man darf es nicht vergessen, weil wenn man es vergisst, dann könnte es wieder passieren. Das ist definitiv. Ja, und das ist in anderen Ländern ja auch so. Na, mit Tim Oliver, und danke dir für ein Jahr, ne? Vielen, vielen Dank. Stufe 1 für 4 Monate im Voraus auch noch gegönnt. Krasses Ding. Alter, Tim Oliver, vielen Dank. Vier Monate im Voraus. Das wäre schon fast ein Level 1 Hype-Train, Tim Oliver. Ja, muss dir nur noch einer, kann mir das mal jemand erklären, das habe ich immer noch nicht verstanden. Muss dir nur noch jemand zur Seite springen. Das ist einfach nur, dass relativ viele Leute zur gleichen Zeit was spenden. Ne? Sei es diese Bits, sei es Subs, sei es was auch immer. Das ist eine Animationshilfe, damit man just in dem Moment extra Geld ausgibt. Genau. Achso, das hat es bei mir funktioniert. Ich fand das einfach lustig. Weil man seine Lieblingsstreamer unterstützt. Nee, ich krieg da tatsächlich was von, wenn ihr das macht. Ne? Danke für den Raid, vielen lieben Dank, Holger. Moin.
Und moin alle Leute. Also hast du da mehr von, wenn wir so einen Train machen? Ich hatte gesagt, kommen gleich mehr. Einzeln machen. Nee, das ist eigentlich gleich, nur die Wirkung weg natürlich, ne, dass die Leute eher sind. Voll. Es gab ja auch gerade einen Twitch-Leak, ne? Der größte, also hier Montana Black, hat 2,5 Millionen Euro verdient mit Twitch in 2 Jahren. Gut, ne? 2,5 Millionen. Ist aber noch nicht, ne? Nee. Ich habe keine 30.000 Zuschauer. Dafür brauchst du 30.000 Zuschauer und, oder 50, 60, weiß gar nicht, streamt er gerade. Gucken. Ist auch live. Ah, ist auch noch live, spielt GTA mit 75.000 Zuschauern. Der verdient ca. 2.000 Zuschauer gucken zu, wie er im Singleplayer GTA spielt. Ja, die machen glaube ich Roleplay, aber bei Gronkh spielt Katzensimulator, da gucken 26.000 Leute zu, nur mal so. Ich freue mich mega, dass 90 Leute am Start sind, das ist schon mega nice, die Leute. Und von daher, das sind andere Summen, die da, das ist schon, krass. Ein Stream zumachen hier. Also ich frage, ob so eine Nische wie der Farm-Simulator dann auch überhaupt sowas erreichen könnte, ne? Ja, McManus ist der Größte auf Twitch mit so bis zu 4.000 Zuschauern. Das ist aber auch schon eine Menge. Ja. Also wenn man jetzt mitkriegt, dass der eine mit 20.000 Zuschauern Cat-Simulator spielt, dann hat das nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Wirklich. Nein, nicht. Das ist ja auch Gronkh. Gronkh ist eine Marke, ne? Also Gronkh ist Kult. Gronkh ist der erste Let's Player gewesen, den es überhaupt gab. Der erste, der eigentlich bekannt geworden ist mit Let's Plays. Durch ihn ist diese ganze Branche mit entstanden, kann man sagen. Und das ist also Gronkh. Ja, mit Montana Black ist einfach von seiner Story her ein Typ von der Straße damals gewesen. So im jugendlichen Alter viel, viel Blödsinn gemacht. Also richtig viel Blödsinn gemacht. Und hat dann aber irgendwie die Kurve gekriegt und ist jetzt einer der größten Streamer und reich eben durch Streaming. Und auch natürlich, weil er auch Merchandising-Artikel hat und alles Mögliche. Also das Ganze drumherum voll bedient und das auch wirklich gut und erfolgreich und einfach riesengroß ist und sich viele mit ihm auch identifizieren können. Und er auch einfach ein Norddeutscher aus, was weiß ich, Richtung Region Hamburg. Viel Platz habe ich nicht mehr, Basti. Nein, zeitlich komme ich meistens nicht dazu, das zu gucken, aber er ist halt auch eine Marke. Warte, bleib stehen, ich fahr ran. Okay. Nein. Und es ist halt, die Leute haben Bock, das zu supporten, die finden das gut. Ihr findet es ja auch teilweise gut, ne, dass wir hier zusammen spielen oder dass es die Marsch gibt und so weiter. Das ja, nur klar. Dadurch ist man bereit, auch ne, was auszugeben, was man sonst halt nicht irgendwie machen würde. Das ist ja, das ist einfach so im Streaming. Ja, voll. Ich sehe das so, man gibt, ne, wenn man ein Hobby hat, dann gibt man dafür normalerweise Geld aus. Ne? Und, ja. Mal 10, wenn ich überlege, dass ich jetzt über 700 Stunden auf der Marsch habe, ja. Seit Mai, wenn ich das im Kino verbracht hätte, könnte man mal hochrechnen, wie viel Geld mich das gekostet hätte. Ja, das ist ja unglaublich, genau. Ja, besser nicht. Ja. Besser nicht, genau. Ja, muss man noch ein paar Bits raushauen jetzt, ne? Also ja. 20 Sekunden hast du noch, dann hätten wir einen Level 1 Heimtrain, dank Kurt und dank Tim Oliver. Aber ich glaube, das wird 15 Sekunden schafft keiner mehr. Trotzdem danke natürlich Kurt und Tim Oliver. Vielen Dank euch beiden. In der nächsten Zeit noch mehr reinpacken. Allrounder macht Level 1 klar. Danke dir. Hast du gerade nichts zu tun, oder? Danke. Nee, ist ja, ach, du fährst direkt hinter mir, ne? Ich bremse dich aus wahrscheinlich. Das ist sehr gut. Warte ich mal kurz an. Muss einmal Warnblinklicht anmachen. Nein, danke dir für den Support. Hey, vielen Dank. Ach, nee, Minikeule, du bist voll. Danke euch. Ja. Hoshi auch, vielen Dank. Ich habe mich gerade wieder gefragt. Mega, bin mega. Ja immer noch danke euch. Ich bin auch leer. Vorsicht, hier steht ein Überladewagen. Aber ob man dich jetzt supportet durch die Mitgliedschaft bei... Das ist jeder Support. Ich sage auch, das ist alles, ne, alles gut, wie es ist. Ob man, also wie du schon sagst, überlegt, ne? Was halt mehr Effekt hat. Ich meine, ich bin ja Mitglied bei YouTube, ne? Ja. Und ich habe noch gar nicht geguckt, ob mein Name auf der Tafel steht. Das ist immer, wie neugierig ich bin. Ja, bestimmt. Das ne? Bestimmt. Ist auch nicht jedem wichtig. Das ist ja auch nicht jedem wichtig. Aber das muss jeder selber wissen und auch gucken, was kann er, was will er. Und das ist ja das Schöne. Das ist alles, ne, freiwillig, das kostet nichts, die Marsch kostet nichts, so wie ein anderes, ne, wenn man für ein Spiel oder für ein DLC irgendwie nachher Geld ausgeben müsste. Und es ist ja auch, wie du schon sagst, ein Hobby, ein Stück weit, Zeitvertreib und Spaß und ja, genau. Genau, aber ich habe mir die Frage gestellt, was jetzt eigentlich für dich eine bessere Unterstützung ist, hier die Mitgliedschaft zum Beispiel über Twitch oder
das in... Also bei Twitch gibt es natürlich YouTube. Diesen riesigen Vorteil, wenn man sowieso Amazon Prime hat, kann man einen Twitch-Streamer seiner Wahl kostenlos unterstützen. Ne? Das kostet sich nicht 1 Euro mehr, aber ich kriege was von dem Amazon Prime-Beitrag ab. Keine Ahnung, ob es 1,50 oder 2 Euro sind, keine Ahnung. Prime habe ich. Ja, und sozusagen bezahlst du, was weiß ich, 8 Euro im Monat und damit kannst du einen Twitch-Streamer deiner Wahl kannst du kostenlos supporten. Dafür kriege ich 1 Euro, 1,50, je nachdem, was weiß ich. Ich könnte es nicht mal genau sagen, weil genau stecke ich da auch nicht drin und achte da tatsächlich auch nicht drauf. Freue mich einfach, dass ein Euro reinkommt oder 5 oder 10. Aber ansonsten, steuertechnisch macht das nachher nicht viel Unterschied, weil beide Unternehmen sitzen in den USA, das wird eh alles versteuert und ich könnte jetzt auch nicht sagen, ob YouTube irgendwie 20% einbehält und Twitch vielleicht 25% oder andersrum, weil die kriegen mal, logischerweise auch was davon. Aber was auch natürlich sind Sachspenden. Einige haben ja auch die Wunschliste von Amazon uns schon gegönnt. Auch das ist super lieb, also dass da was kommt. Aber auch das müssen wir natürlich angeben. Das ist auch dann ein Stück weit geldwerter Vorteil. Also nicht, heißt nicht genau geldwerter Vorteil. Ne? Aber stehen, ich komm. Irgendwie ja. So, keine Ahnung, wie das genau heißt. Muss man Shelby fragen, sie ist die Steuerfrau. Die muss das alles machen. Macht nichts. Ich bin nicht für die Steuer zuständig. Das ist Shellys Baustelle. Also vielen, vielen Dank nochmal an Elendium. Danke dir, Daniel, danke dir. Und Stege, danke dir. Vielen lieben Dank euch alle. Ja, jetzt muss ich stehen bleiben, weil mit der Reihe war ich jetzt voll. Ach, deshalb fährt nee, Daniel alle. Nicht weiter. Ja, da hinten steht auch alles. Da war kurz rausgeklappt, ja. Wird doch noch einen, ne? Aber gerade eben klappt es wieder kurz gut, ne? Aber haben wir jetzt wieder. Black Forest. Also wieder, aber wir waren jetzt wieder auf der langen Seite, ne? Ja, weit weg, ne? Das macht tatsächlich den Unterschied. Und irgendwie die Abfahrer kommen hier nicht so richtig voran gerade. Gut, erbarmt sich für Level 1 voll zu machen. Danke, danke. Ich hätte gedacht, das wäre auch schon mit den 4 Monaten. Aber gut, danke euch. Gut, danke. Danke, Spätzle. Hm? Fällt mir ein, ich habe schon lange keine Spätzle mehr selbst. Ja, was man natürlich so hat, immer ein bisschen als Streamer, ne? Du hast immer viele Leute, die mit einem spielen und man muss dann immer gucken nach dem Motto, wer will eigentlich nur mit einem spielen, damit er nachher selber Zuschauer haben kann oder wer hat wirklich Bock mit einem zu spielen. Und das ist aber ein schmaler Grat. Ich habe ein paar Wochen ein neues Spätzlebrett und einen Schaber gekauft. Und? Ah, perfekt, perfekt. Okay. Ich habe glaube ich, wir haben noch nie Spätzle selber gemacht. Noch nie. Das ist selber gemachte Spätzle, das schmeckt ja dann. Oh, selbstgemachte Spätzle. Ja. Ja. Ich hab mir letztes Jahr von Tupper dieses Spätzle machen geholt. Okay. Mhm. Ich hätte nicht mal gewusst, dass man dafür ein extra Brett braucht oder haben sollte oder muss. Brauchst du auch nicht. Du brauchst im Endeffekt nur so ein Schaber und ein glattes Küchenbrett. Das reicht. Genau. Ein Holzbrettchen, genau. Okay. Ja, das muss aber ein glattes Brettchen sein. Richtig, aber mit dem Original Equipment geht's halt einfacher. Ja, und ich habe mir jetzt das Brettchen ist von der abgeschrägt beispielsweise und der Schaber denn hat den richtigen Griff, dass du in der Hand halten kannst. Das kannst du auch mit dem Messer nicht ersetzen. Okay. Ja, kannst natürlich auch so einen Spachtel nehmen. Meine Frau nennt es aus der Bäckerei ein sogenanntes Hörnchen. Freund von mir, der ist Maler ja, und genau, der ist Autolackierer, der sagt, dass die Dinger nennt man einfach nur Spachtel. Ja. Das sind so Plastikdinger, mit denen kann man das auch ziemlich gut machen. Meine Mama hat Teigschnaber gesagt. Genau, ich persönlich habe jetzt von Tupper so ein von deren Spätzle Brett. Das ist einfach ein Brettchen mit so Löchern drin, wo man es durchdrückt. Ich habe hier so ein Spachtel fürs Handwerken, ja, ne? Zum hier. Ja, also das Ding in der Küche ist nicht aus Metall, ne? Achso, ne, okay. Das ist aus Plastik. Aber es geht doch auch, oder nicht? So ja, es geht auch, wenn du es ordentlich sauber machst. So eine Spätzlepresse suche ich auch gerade noch. Ah ja, Presse. Eine Aktivierungszugehalten wegen Schimpfwörter. Ja, Schimpfwörter kann ich nicht zulassen. Auch wenn du das hier gedingst hast, kann ich das nicht zulassen. Aber cool für ihn. Ja, es ist teilweise natürlich extrem. Es ist halt ein anderes, es ist ein Hamburger Slang, ne? Was da gesprochen wird. Ich verstehe es auf jeden Fall und ist halt auch ein bisschen mehr diese Jugendsprache, also oder jüngere Leutesprache, kann man sagen. Und mal kommt auch darauf an, welches Thema da ist. Manchmal kann man dazu hören, er ist nicht auf den Kopf gefallen tatsächlich, er ist nicht dumm. Aber manchmal, ne, wie gesagt, manchmal ist es drüber vom Schnack her auf jeden Fall. Aber es ist krass, wie viele Leute da auch am Start sind, ne? Das ist schon krass.
Alex, du kannst es noch normal schreiben. Nee, sie hat noch 20 Minuten. Spätzle. Noch 20 Minuten. Und ich habe gerade überlegt, ob wir das Feld nicht noch fertig kriegen heute. In 20 Minuten, also heute wird, also wir machen das heute noch zu Ende, aber es kann wahrscheinlich, wird es dann doch bis Viertel nach dauern oder so, ne? Marina, möchtest du mal kurz stoppen und wieder weiterfahren? Was nice ist an ihm zum Beispiel, er hat ja so viel Geld, er hat zum Beispiel seiner Oma ein Maserati geschenkt, solche Geschichten, ne? Oder bezahlt die Leasingraten dafür, ja, keine Ahnung. Immer 20%. Aber es ist, wenn man halt so viel hat, ne? Spätzle. Ich schmied die Vulkanschnecke an. Meine Frau meinte zu mir schon, ich hätte früher auf die Idee kommen können, dann könnte ich damit auch Geld verdienen. Bin jetzt bei 90. Ja. Alex hinter mir ist voll. Basti, war da jetzt mein? Ja. Okay, Hamburg ist hier. Ach, manchmal entwickelt sich sowas durch Zufall und wie gesagt, es macht immer keinen Sinn, sich irgendwo ranzuhacken, dann irgendwie ein paar Zuschauer nachher dann und dann hoffen, dass man damit auch groß wird. Man braucht ein bisschen was Eigenes und bei mir ist einfach das Glück gewesen mit der Marsch. Und ansonsten wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich gerade sitze sozusagen. Mit hier mit 15 Leuten zusammen auf der Marsch am Zocken. Das hätte sich nicht ergeben, wenn ich die Marsch nicht gemacht hätte. Ne? Also von daher ist alles gut so, wie es ist. Basti, ich hab nix. Achso, na gut. Dann nicht. Bin gerade schon ausgeleert worden. Ja, ich weiß noch, wie die Freunde von mir sagten, ach komm, hol dir doch den Landwirtschaftssimulator, spielst du mal eine Runde mit. Dann habe ich mir das Ding gekauft und sagten die, ja, du brauchst aber auch noch die Mods. Sag ich, was? Was sind Mods? Ja, 1,5 GB Mods. Hier kannst du sie dir runterladen. Okay. Worüber? Und da war aber die Marsch dabei. Ja, und dann hat es ja Spaß gemacht, oder? Keine Ahnung, ich habe es vorher nie ohne Mods gespielt. Ich habe dann direkt mit den Jungs gespielt und da war dann die Marsch dabei. Dann hat das Spaß gemacht. Dann haben wir so 2-3 Abende gespielt und dann hatten die gesagt, no, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir spielen jetzt wieder was anderes. Den haben sie auch wahrscheinlich schon ein bisschen länger gespielt, ne? Danke euch. Ja, die waren schon länger dabei. Ne? Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und habe dann festgestellt, die haben die Marsch, das war die Marsch nicht vierfach, sondern die normale Marsch. Noch die Version 2.1. Oh je. Also auch nicht mehr ganz up to date. Das im Mai, ne? Danke für den Support. Dann habe ich gedacht, ja, dann machst du mal ein Update und dann habe ich festgestellt, irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich ist da viel zu wenig Platz für so viel Produktionen. Ja, Platzproblem. Dann habe ich auf die vierfach umgestellt. Und dann noch Seasons. Ja, es ist schon cool. Also was da merkt man eben auch, was ist schon cool, was der Landwirtschaftssimulator durch Mods erst geworden ist. Und das wird auch im 22er. Ich wurde vorhin noch gefragt, fällt mir gerade ein, habe ich gleich drauf reagiert, weil ich irgendwie wieder was anderes gerade hier hatte. Wurde auch gefragt, wie stehen wir zu dem LS22? Ja. Ist derjenige noch im Chat? Ich weiß nicht genau. Also ich stehe auf jeden Fall dem erstmal, wie bei jedem neuen LS, skeptisch gegenüber, weil ich genau weiß und diesen Schritt jetzt schon, glaube ich, 8-mal mitgemacht habe, dass es einen neuen LS gibt. Wo man immer erstmal wieder einen Rückschritt hat, ne? Genau, ziehe ich mal einfach ein bisschen mit. Ich gerade draußen. Danke. Ja, und von daher man immer wieder einen Rückschritt macht, aber die haben trotzdem ein paar Verbesserungen und es dauert ein paar Monate, aber dann ist das Spiel insgesamt besser, weil auch jetzt kann man sagen, ist LS19 ja insgesamt besser als LS17. Am Anfang ist es klar, war auch LS19 schlechter als LS17, weil es viele Sachen funktioniert noch nicht. Es gab einige Bugs, es gab keine Mods und von daher, das werden wir wieder erleben. Ja. Aber dann wird sich das noch ein paar Wochen geben. Ja. Einige stehen in die falsche Richtung, ne? Aber sonst ist schön. Und einer ist weit vorne. Aber es ist auch krass, wie viele Leute, also man kann das ja gar nicht mehr zurückerinnern, aber auch Salazar ist ja auch schon relativ lang dabei, Jenny vor allen Dingen auch. Wie viele Leute hat man kommen und gehen sehen, ne? Hier auch in unseren Mitspielerrunden. Sag mal, ein harter Kern ist geblieben. Aber wenn man jetzt mal so 5 Jahre zurückguckt, seitdem wir eigentlich, also ist, ja, ich meine, ihr wisst die Daten meistens besser als ich, aber also so lange spielen wir ja schon meist zusammen irgendwie, ne? Ob es nur 4 Jahre sind oder 5 Jahre, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Aber, vor 5,5 Jahren habe ich dich das erste Mal auf YouTube gefunden. Ja. Also 4,5, 5 Jahre, das ist auf jeden Fall schon ein Schwung her. Und Stopp. Ich bin auch gleich wieder voll. Und ja, ich bin leer. Danke. Heute Marina, halt ein. Bin wieder nur ja, ich werde selber geschubst. Achso. Black Forest schubst. Hab zu spät gebremst. Ja. Ja, ich bin also übermotiviert. Ja, wer bremst, verliert nur über das, ne? Lass dir so viel übrig, dass das da links eigentlich 95 gehen müsste.
ja, viele Mitspieler und viele sind gekommen und gegangen. Letztens war auch irgendwie die Frage wegen Percy. Wo kam die Frage denn bei Percy? Oder hieß der, ne? Der Kollege, den Speedy. Oder nee, Percy war zuerst da und der hatte Speedy angeholt, ja, oder irgendwie solche Geschichten. Der Percy hat sich dann aber irgendwie ein bisschen negativ bemerkbar gemacht, als er sich die Karte vom Server geklaut hat, die interne Testmap, die Matchmap, glaube ich, war das noch, die noch nicht veröffentlicht war. Und das dann bei sich irgendwie in so einer anderen Gaming-Runde veröffentlicht hat. Und da habe ich damit gesagt, das wollten die auch machen. Genau, aber das war nicht, also ne, das ist ja nicht mal wünschte was, das war hier bei uns zum Testen und nicht bei irgendwelchen anderen Modding oder hier Spielern. Und von daher, das hat man, das war ein Vertrauensverlust und der hat auch, das passt dann auch einfach nachher nicht mehr. Und dann hat man gesagt, nee, komm. Das war auch lange nicht da, dann kam die Matchmap raus als Testversion und dann war auf einmal wieder da, wollte mitspielen, hat dann ja auch mal mitgespielt, hat aber natürlich dann auch die Chance genutzt, die Karte gleich bei sich in anderen Teams weiter zu verbreiten. Und ja, Leute kommen und gehen. Also auch, wie hieß denn der andere? Adaptive ist ja auch ein bisschen aktiver, der Experience. Ja, also viele Leute, die immer versuchen, so ein paar Zuschauer abzuhaschen, so ein klein bisschen Fame abzukriegen und dann irgendwie selber ein Ding zu starten. Ist dann so, ne? Muss man mit leben. So. Ist aber mit vielen Themen so, man vertieft sich, kommt in die Community, bleibt dabei oder findet neue Themen. Ja, so ist das, ne? Man zieht weiter. Teilweise. Ulrich, ich danke dir auch fürs Reinschalten. Schönen Abend natürlich noch. Alles Gute, bis demnächst. Ich habe 7 bis 8 Jahre Flugsimulator in einer virtuellen Airline betrieben. Höchst intensiv. Bin jetzt auch ganz raus, okay? Virtuelle. Ich glaub, Leute, die ziehen rum wie Heuschrecken und schalten überall die Mods ab. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist auch so. Ja. Ganz gerne. Immer gleich von wegen, wo ist der Download-Link zum Server? Wo kann ich alle Mods runterladen? Und dann hatten wir auch so ein paar Verdächtige, ne? Die sich. Meine hatten wir auch, die Namen würde ich jetzt nicht mehr zusammenkriegen, aber wir hatten auch ein paar Leute, die das gemacht haben. Oder versucht haben. Ja. Das kriegt ihr ja noch eher mit. Ihr seid ja mehr aktiv auf dem Server. Ihr kriegt ja eher mit, wer da ist und wer nicht. Und Salazar und Jenny da eher. Ne? Ja, wir sagen halt auch immer, sie müssen, bevor sie auf den Server kommen, gewisse Anwesenheit zeigen eine Zeit lang und dann ist man halt auch erstmal auf Probe und manche Mods werden halt auch deaktiviert. Ist ganz einfach so. Ja, weil nur vorbeikommen, Mods abgreifen und dann irgendwo anders ist. Man muss schon vorher sein Interesse bekunden, indem man auch mal öfter da ist. Blöd stehe. Ja. Und sich mit uns unterhält, Blödsinn macht und die Leute auch kennenlernen an sich. Mit 3-4 Mal ist das nicht getan. Nee, man merkt dann ja, bei einigen passt es, bei einigen nicht. Und irgendwo ist immer was. Manchmal, bisher haben wir ja noch alle Konflikte irgendwie in irgendeiner Art auch gelöst gekriegt. Ja, vielleicht bewerbe ich mich demnächst mal für den Server. Ja, du bist schon relativ hier drin. Da braucht man, glaube ich, nicht mehr so viel Angst haben. Nö, aufgenommen ist er schon. Deswegen, siehst du. Ja. Das ist ja nochmals. Darin. Ja. Darin. Der Antrag ist schon gegengezeichnet, bevor du unterschreibst. Aber das du kriegst wahrscheinlich, weiß man nicht, ob du noch eine Fläche zur Verfügung gestellt kriegst auf der Karte. Die ist ja keine 16-Fach-Karte. Schnelle Antragsbearbeitung. Ja, aber ich denke, das macht jetzt auch im LS19 keinen Sinn mehr und was im LS20. Ja, das wird man dann eh sehen. Also klar, ich hätte auch wieder Bock auf eine Art Matchmap-Projekt, logischerweise. Ich denke schon, dass die Matchmap hoffentlich in einer ähnlichen Art und Weise auch wieder im 22er geben wird, dass man da wieder ein schönes, längeres Projekt draus macht. Und mal schauen. Es wird sich ja zeigen, welche Möglichkeiten das Modden dann im 22er alles hergibt. Ja. Ja. Bei eins kann ich euch jetzt schon sagen, ich habe schon viel Kontakt mit Giants jetzt gehabt wegen dem Modding. Es wird für die Modder nicht mehr und nicht weniger Unterstützung und nee, ich bin schon immer Einzelkämpfer. Vorher. Das merkst du ja auch. Also ich bin, für Giants habe ich noch nie nach irgendwas gefragt. Noch nie. Naja, das was ich meine, war nicht der Support von Giants, sondern die spieltechnischen Möglichkeiten, die man modden kann. Ja, ich meinte jetzt nur, dass es gibt nicht mehr Dokumentation, als es jetzt auch für den 22er und den 17er gab. Ne? Also da machen sie keinen Hehl draus, da
Ne? Die das, wissen zwar ganz genau, dass, dass ihr was Spiel nur deswegen dir? So lange interessant ist, wegen den Mods. Ich wollte eigentlich durchfahren lassen, aber das klappt nicht. Naja, und deswegen wird es spannend am Anfang, wie man rauskriegt, die Skripte. Ich bin da auch meistens nicht der, der das gleich als ISS entwickeln kann, sondern muss auch ein bisschen schauen, was machen die Hardcore-Skript-Profis, wie kommen sie an die Skripte ran, die Produktion erstellen lassen sozusagen und auf welchem Prinzip kann man das selber dann nachher umsetzen. Ne? Einfach nur eine Blanko-Karte hinballern, das wird nicht schwierig sein. Aber nachher die ganzen Produktionen und deren System. Nicht so dein Ziel, alle zieh durch. Nee, genau. Alle zieh durch. Das muss schon ein bisschen ordentlich sein und mit der Zeit soll es ja dann auch wieder umfangreich eben werden. Weil nur durch dieses Umfangreiche hast du eben auch eine langfristige Motivation und dadurch, dass immer mal wieder was Neues kommt, hast du ein bisschen Abwechslung. Ansonsten wird das Spiel wahrscheinlich nach ein paar Wochen oder Monaten auch dann wieder durch ein anderes Spiel ersetzt werden. Denn es ist ja nicht so, dass es nicht genug Spiele gibt, die man spielen könnte. Das ist richtig. Mein bester Freund und ich, wir spielen normalerweise jeden Freitag zusammen auch immer wechselnde Spiele. Wir spielen auch Subsistence zusammen. Mhm. Wir warten aber im Moment zum Beispiel bei Satisfactory. Mhm. Da warten wir im Moment auf Update 5, das soll jetzt bald kommen. Achim, du hast jetzt nur Spiele aufgezählt, die hier in der Runde gespielt werden. Genau, also, Achim. Satisfactory spielt ihr auch? Ja, dann guck mal bitte weiter unten, irgendwo so ein Raum da so heißt. Okay, dann Factorio. Nee. Ja, das ist wie Satisfactory, ich nur weiß. Das ist der Vorgänger in ich 2D von oben. Satisfactory selber. Das ist also eine Frage der Zeit. Ich nicht mehr, aber ich habe schon gespielt. Und was ich bin auch. Seven Days to Die. Das habe ich alles nicht gespielt. Also nicht, dass ich wüsste. Da glaube ich, sind die zwei Chaoten da unten die besseren Ansprechpartner. Die du gleich siehst. Oder spricht er was dagegen? Salazar. Nee. Und ups. Von meiner Seite aus nicht. Achtung. Denk von Matzes auch nicht. Die durch mich. Was spielen die? Aktuell spielen sie. Dieses hier Weltraum. Ja, genau, dieses komische Weltraumspiel. Ja, dann gibt's noch Empyreon. Ja, wir haben so ein paar Chaoten-Spiele hier. Ja, das ist halt, wir sind hier, ne, wenn wir mit 16, mit den anderen beiden sind wir dann 18 Leute gerade auf dem Server, dass da eine Menge Spielspektrum sozusagen da ist, ist klar. Das war auch immer das Interessante damals, als wir noch im Gaming waren. Viele Leute, die wollten spielen, was gespielt wurde, war eigentlich egal, weil prinzipiell macht egal welches Spiel du spielst, im Multiplayer zusammenspielen mehr Spaß als alleine. Überwiegend. Da musst du aber die richtige gemeinschaftsfähige Leute zusammen haben. Wenn du eigensinnige Leute drunter hast, funktioniert es nicht. Also damals im Gameboys-Clan hatten wir da genug. Im Gameboys-Clan? Ja. Nice. Ja, so hieß das Ding. Also wir hatten keinen Clan. Wir hatten aber zwei Gameboys und so konnte ich immer mit meinem Bruder, mit meiner Mutter Tetris gegeneinander spielen. Achso, zur Info. Also bei uns gibt es jetzt aktuell einen Minecraft-Server, den Subsistence-Server und hier den LS-Server. Zum Zocken. Ja, Subsistence habe ich gesehen, wie der Bürgermeister das streamt und habe gedacht, was macht der da? Er streamt, er hostet ja, er spielt nicht über den Server. Und das Ding ist ja auch, ich spiele 2,5 Stunden pro Woche, ne? Das muss man auch immer sehen. Das ist nicht so richtig viel Spielzeit. Das ist also das, was da gestreamt wird, sind die Anfänger. Während was in der Woche auf dem Server stattfindet, sind die Vollprofis. Da ist aber auch Hoshi und hier Alpha und wer ist dann noch Vollprofi? Der Flo. Der Flo. Der hat doch früher auch mit dem gespielt. Zugeguckt. Ich weiß nicht mehr. Flo, wie heißt er denn hier im Namen? Roach. Ach ja, Roach oder so. Oder? Genau, ja. Der Florian. Okay. Der hat doch früher LS mitgespielt im 17er. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wie gesagt, wir haben so viele, also ich glaube, wenn wir alle zusammen, wir würden nie wieder alle zusammenkriegen, aber also wir kriegen bestimmt 100 Leute zusammen, die mal da waren oder mal nicht da waren, ne? Also ich glaube, würde ich tatsächlich schätzen. Also der Kern aus dem 17er ist jetzt wieder vollständig, bis auf Speedy und Percy. Ja. Ja. Alter auch da. Aber Speedy war doch letztens mal da, oder? Ja. Er taucht immer mal wieder auf, ja. Aber jetzt fehlt nur noch Percy. Ja, der ist raus. Aber der ist komplett raus. Das Thema hatten wir ja gerade eben. Location an Marina. Aber ansonsten ist okay. Ist ich würde sehen. Dani, ansonsten ist der 17er klar. Nur die Kante voll. Okay. So, alles klar.
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bis zum LS22 alle vermissten, verpassten Folgen auf YouTube noch zu gucken. Vergiss es, aber das ist so sportlich. Ich habe ja im Juni angefangen so mit Folge 1 Marina. Und bin jetzt bei Folge 625 und habe festgestellt, ich denke, das wird nichts mehr. Nee. Das ist nicht zu schaffen. 1000 Folgen, das wird alleine, wenn du die Zeit mal rechnest für 1000 Folgen, 20 Minuten im Schnitt, 300 alles Stunden. 400 Stunden. Vorne die 1 auf, bitte. Ja. Allerdings bin ich froh, dass ich diese Folgen geguckt habe, weil ich habe jetzt letztens erst festgestellt, dass ich die ganze Zeit ein Gebäude falsch verstanden habe. Und das wäre? Naja, wozu ist die Holzstammproduktion? Warum habe ich 4000 Bäume gepflanzt? Kann man machen. Hatte ich schon erwähnt. Ja, ist ja geschickt. Bis ich festgestellt habe, wofür ist die Holzstamm. Okay, man braucht 8 Stück davon, aber kein Holz fällen zu müssen, ne? Aber jetzt weiß ich, wofür sie da ist. Die hast du jetzt schon für die Holzschuhe gepflanzt. Siehst du? Ich bin voll! Bin voll! Achim! Die Holzschuhe brauchen Bretter. Genau. Ja, die kriegst du aus dem Sägewerk dann. Bitte, aber ich muss sagen, seitdem ich ja Seasons habe, Achim Produkte ein. Ja. Aber das Geld wird einfach nicht weniger. Na, also, selbst mit großen Teil gekaufte Eingang. Achim, vorwärts! Jawohl. Ja, aber Spätzle fährt nicht. Doch, 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 ich fahr. So, Endspurt hier auf Feld 66 mit übermäßig vielen Dreschern. Hier mein Schneidwerk will nicht. Aber das Netz hat sich entspannt, es ruckelt nicht mehr so. Ey, das ist doch die Zeit, ne? Mir haut's jetzt gerade. Die sind alle ins Bett gegangen, jetzt geht's wieder. Genau. Was ist denn da los? Stau! Ja, der Achim kann nicht gleichzeitig fahren und reden. Deswegen steht der Auto aus und Aufkleber. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Ist der? Und der Spätzle fährt wirr. Ein B-Truck, ja, ist auch mal schön. Schön ein B-Truck. Ich habe jetzt vor lauter Langeweile heute Abend einen Single-Spielstand angefangen. Wieso? Ja. 100 Stunden auf der Marsch, ne? Wie ich in dem Video erzählt hatte. Ihr kommt ja nicht mehr daher zu gucken, aber 100 Stunden auf der Marsch. Was schafft man in 100 Stunden auf der Marsch? Interessiert sich keiner für hier hinten. Was denn? Hier steht jede Menge Zeugs rum. Oh, Vulkanschnecke auf Abwägen. Ey, das ist ja fies. Das ist Vater Morgana-Zeug. Ja. Jetzt ist es ein Vater Morgana-Zeug, auch nicht schlecht. Dein Stichwort, guck mal auf den Tacho. Ja, ich weiß. Ich habe eben schon mal gesagt, die soll sich ausfedern. Ja, wir haben es geschafft. Ja, guck mal, das sind jetzt echt nur noch eine Bahn und dann haben wir es geschafft. Jeder einmal. Ich glaube, du musst mal einen Fußtritt verteilen. Wegen? Damit du in die Küche gehst. Oh, vier vor. Nee, ich muss auf dem Balkon. Oder so. Schläft er jetzt da, oder? Ich gehe jetzt wieder rein. Nein. Ist hast du ein bisschen kalt draußen? Mhm. Faule so. Ja. 2 Stunden. Ich weiß, warum er ins Bett ist. Ich habe nicht. Ganz viele Minuten folgen. Er will nicht. Ich weiß, warum er heute Show angucken gegangen ist. Oh. Heute ist ja Freitag. Deswegen? Ja, bin er auch so alt oder wie? Huch, was denn das? Fliegende Drescher ist ja hart. 35. Die alle angeflogen. Das ist ja noch jung. Was denn das? Jung und knackig, Halbzeit bis zur Rente. 35, jung, so jung möchte ich auch nochmal sein. Oh ja, ist auch schon ein paar Jahre her. Oh, Hoshi, ich bin gerade über ein Bild von dir gestolpert. Oha! Was? Ich bin neben dir zum Abtanken. So. Du kannst auch gerade gleich mal dann übernehmen. Kurz. Ah, das war perfekt, ne? Ja. Hoshi, so knapp 2 Jahre alt. Ja, ja. Im Mörsch. Ja. Guck mal, und passend dazu. Der Bürgermeister hat die letzte Bahn. Ja, das ist also perfekt getimt, Leute. Ja, ne? Ja. Und dann kann jemand hier abtanken. Ja,
Ich bin da mal kurz weg. Aber nur kurz. Ja, nur kurz. Sieht das haben wir noch da. Kurz ist vorbei. So. Ja, das war doch mal wieder effektiv, was wir heute runtergerissen haben an Hektars. Wie viel Liter Mais haben wir jetzt hier im Silo? Da sind ja noch ein paar Millionen dazugekommen, ne? Wer hat das aufgeschrieben? Laut Liste, also laut Sidos haben wir jetzt 10 Millionen. Hm. Knapp 11 Millionen. Ja. Ja. Gefühl war das ganz gut produktiv. Viel Popcorn, habe ich gerade. Ja. Jetzt muss die riesen Popcorn-Trommel her. Hm. Wieso fahren die mit dem Drescher jetzt hier rein? Wow. Ja, ich wollte das nur mal testen. Schön zu hören. Aber der hier mit einem Alex, bist du leer, gell? Alex. Alex, du schon bist weg. Immer wieder voll. Oder? Weg. Ja, ja, die ist weg. Danke für Follow, moin moin. Klar, 650, geil. Ja. Sollen wir uns aufstellen, hier vorne? Das Lexion 650. Was machen wir jetzt? Nur Feierabend. Nee. Eine Minute vor 12, zack, tschüss. Na, irgendwo die Fahrzeuge sammeln, also wir können ja auch, meinetwegen können wir auch alle schon nochmal rüber in den Osten fahren, aber anfangen tun wir da nicht mehr. Wir können sie sammeln, wo wir noch nicht. Ein Feld 41 oder so, ne? Östlich auf der Map. Das würde man dann ja irgendwann beim nächsten Mal machen. Das ist aber wahrscheinlich erst in einer Woche. Oh, klasse, das ist ja noch mal. Ja, sollen wir dann die ganze Flotte nicht abstellen, da Marmeladenfabrik? Ja, kann man machen. Die hier nicht frei ist. Ja, da wo die Marmeladenfabrik ist. Wo sie gestern platziert hat, ne? Oh, was steht hier? Ja, das wüsste ja wohl. Ich hab mir gedacht, das würden jetzt die meisten wissen, wenn ich genau diese Bezeichnung dafür benutze. Nee, ich bin gerade etwas irritiert gewesen. Ja, dann fahrt, folgt irgendjemandem. Das ist die Betonfläche neben der 42. Neben dem Wald da. Nein, ich war gerade am Überlegen, was ihr mit Mais in der Marmeladenfabrik wollt. Hä? Ist ja auch irgendwas nicht mitgekriegt. Oh. Ah, die Frage ist gut. Ah. Gönn dir. Marmeladenmais. Schön süß. Ja. Ja, wenn dann Maismarmelade. Ja, ich überlege gerade, was aus Mais wird. Wenn ich stundenlang zusammen mit Zucker einkocht. Dann kochen wir mal Maismarmelade und dann wird probiert. Wieso kochst du Marmelade stundenlang ein? Was passiert da? Stundenlang? Ja, die kommt normalerweise in Gläser. Ja, so die wird gekocht und anschließend kommt die in den Einkochtopf, in die Marmeladengläser. Das ist wie eine Soßen. Aber du musst beim Mais aufpassen, wenn du das falsch wählst, machst du erstmal Popcorn, ne? Ja, dann pufft deinen hier deine Marmelade, aber dann soll hier ein bisschen Deckung geben. Die wird auf jeden Fall lustig. Ja, das sieht nachher lustig aus wahrscheinlich. Boah, in der Küche. Alles voll Silos. Wahnsinn, wie ganz. Die ganze Kolonne. Die Kolonne sieht lustig aus. Das ist ja, cool. Ne? Das ist geil. Muss man ein bisschen anhalten nach vorne, damit wir alle näher wohl übereinander sind. Kann man den Straßenschäden hier. Ja, mal gut, es gibt jetzt ein paar Schilder mehr hier. Achtet auf die Geschwindigkeit. Ich bin gespannt, wie viele Schilder sich jetzt überschneiden mit den ganzen zusätzlichen Lampen, die ich an den Straßen angebracht habe. Ach, kann man abholen. Wer hat sich da dann aufgehalten? Noch jemand Neues am Start, moin. Moin. Daniel. Habt ihr aus die Lage geschaufelt? Was ist denn jetzt los? Nicht, aber nicht, nicht raten. Oh ja, fehlt eigentlich so eine Fahne am Drescher, ne? Damit die Kolonne erkennbar wird, ja. Steintrucker haut bei Daniel rein da. Nee, ich hielt den von der Leitplanke. Ach so. Ich hab's auch so geschafft. Ach, Daniel. Aber so ging's schneller. Ja. Eben. Wieso habt ihr denn auch nicht eure Warnlichter an, Leute? Was ist, wenn hier gegenverkehren soll? Der Verkehr ist aus. Ach, Schande. Oh, Miguel. Ach, Leute. Ja, da war doch eine Wand. Ja, aber zumindest hat er die Warnlampen an, ne? Also das ist... Ja, so hast du dich wieder ausdekoriert. Immerhin. Mauer muss weg. Jenny, weißt du, was deine Antwort war? Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Hä? Du bist bekloppt.
Hast du ihn mal bitte ausgerichtet, dass er seinen Allerwertesten mal daher bewege? Ja, kein Bock drauf wahrscheinlich. Schatz! Schwing dein Hintern hin! Jetzt so laut, du willst ganz Heilbronn machen. Lörrach, nicht Heilbronn. Ach, Lörrach auch noch. Klasse. Da muss er jetzt durch. Da wird schon einmal einer überfällt. Ach, nee. Wo soll man hin, Alex? Oh, ein Millimeter Arbeit. Einfach folgen. Was macht ihr da? Wie, wo seid ihr denn noch? Auf dem Feld, oder? Ups. Wir fahren die Straße entlang. Die Map kennenlernen. Jenny, Moment. Guck mal hier, Feld 11. Wunderbarer Platz für Nudel- und Gemüsefabrik. Ja. Ja? Ja. Lieber Matze, alles, alles Liebe und Gute von uns allen hier im Stream, im Chat, im Weiß der Geier wo zum Geburtstag. Feier schön, genieße ihn, soweit es geht. Ja, herzlichen Glückwunsch von mir natürlich auch. Ich kann dann tatsächlich auch direkt das selber sagen. Alles Gute, lass dir gut gehen heute und ne, gönn dir und lass dich hier von Alex verwöhnen und so. Diese Geschichte ist es. Ne, Alex? Ja. Genau. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Mein Beileid. Ja. Danke. Wieder ein Jahr näher an der 40 dran, wa? Schön. Ja. Ja. Mit welchem Dorf macht man eigentlich diese Rundumleuchte im Standard an? Obwohl die Position 1. Da hab ich. Danke. Da hab ich. Geschön. Ja, mach nicht zu doll. Was? Auf dem Platz habe ich meine Holzindustrie drauf. Okay. Aber mir ist eher so die Obstindustrie hier. Wo auf dem Betonplatz, da war früher mal Holzkohle und Co. Ja, stimmt. Ja, genau. Und da habe ich auch das Sägewerk drauf. Ich überlege im Moment ja schon, wo ich die ganzen zusätzlich gebrauchten Produktionen, also Gewächshäuser und sowas hinpacken soll. Also da muss ich sagen, da hat Gerd unter der Woche einen Schildplatz gefunden. Und zwar die Wiesen 31 und 30 hat er da missbraucht. Da passen die genau in Reihe und Glied untereinander hin. Ja. 31 habe ich die Dings. Übrig. Auf der 31 habe ich ja meine Dingsproduktion. Daniel, mein Zentrallager. Und auf der 30 habe ich McDonald's und Großhandel. Ah. Passen da nämlich auch genau schön drauf. Schön, schön. Ja, ich habe meine Gewächshäuser vorne auf der Fastfläche. 4 Stück. Und die andere im Industriegebiet über der 48. Motor aus. Zwischen 48 und 45. Motor aus. Industriegebiet gebaut. Mal die Schneidwerke senken? Ja. Ich hab's sieht besser aus. Die kann man ablegen. Nö, einfach nur absenken. Absenken ist gut. Kommt jetzt nur noch Vulkanschnecke, wa? Aber extra, die braucht wieder einen extra Aufschub, oder bist falsch gefahren? Nein. Ich hatte noch ein paar Maispflänzchen abgeerntet und abgebunkert. Ja, die hier, die, wie ist das denn? Die Fata Morgana Pflanzen. Nein, die waren diesmal nicht Fata Morgana, so. Die waren echt. Ja, aber war doch wieder eine schön effektive Runde hier auf jeden Fall, hat wieder Spaß gemacht. War echt eine effektive Ernte, krass viel, was wir runtergerissen haben. Obwohl natürlich ein bisschen einseitige Arbeit hier, aber trotzdem gemeinsam macht das ja auf jeden Fall Spaß und man hat einen schönen Schnack zwischendurch. Ist nicht ganz so hier immer im Stress, irgendwie etliche Autodrive- oder Cosplay-Fahrer irgendwo durcheinander zu wursteln, sondern hier fährt von alleine. Mhm. Bei uns oben. Steigwerkgründer. Beim Hühnerhof. Vulkanschenke, jawohl.
Genau, von daher nächstes Mal, ich kann noch nicht genau sagen, vielleicht in einer Woche, dass wir den Rest ernten. Und dann wollten wir eigentlich auch nochmal irgendwie eine große Gärreste-Gülle-Aktion oder sowas fahren mit den großen Schleppschlauchdingern, mit Zubringern und allen drum und dran und mal gucken, jo, was wir sonst noch so anstellen in den letzten Wochen bis LS22. Ein bisschen was haben wir ja noch. Gut, ich sag vielen, vielen Dank fürs Mitspielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die dabei waren und ja, weiß gar nicht. Schönen Tag euch noch, bis zum nächsten Mal, ne? Vielen Dank. Jo. Und tschüss. Tschüss.